Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie namens der Hochschulleitung der Johannes-Gutenberg-Universität ganz herzlich begrüßen zu dieser weiteren Veranstaltung im Rahmen der Reihe Physik im Theater. Wir haben noch ein bisschen gewartet, weil immer noch so viele Leute draußen stehen und wir versuchen, so viele wie möglich und feuerpolizeilich zugelassen hier hereinzulassen. Ich möchte ein paar Worte zu Beginn sagen, damit Sie es einordnen können. Die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder hat uns ja in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt und einer der größten Erfolge unserer Universität war die Einwerbung eines Exzellenzclusters. Das ist ein Bereich, da arbeiten so roundabout 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem Themenkomplex. Und der Themenkomplex ist im Wesentlichen die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also wie unsere Materie, wie der Kosmos aufgebaut ist, wie die Materie aufgebaut ist. Im Rahmen dieses Exzellenzclusters gibt es verschiedene, im Wesentlichen auf hochkarätige Wissenschaft ausgerichtete Maßnahmen, aber es gibt auch diese Veranstaltungsreihe. Es gibt nämlich eine der Maßnahmen, war die Gründung eines Mainzer Instituts für Theoretische Physik. Und das ist ein Institut, was ein Platz sein will, in dem weltweit sichtbar und mit Gästen aus der ganzen Welt aktuelle Fragen der theoretischen Physik in verschiedenen Formaten bearbeitet werden bei uns in Mainz. Und dieses Mainzer Institut für Theoretische Physik hat sich auch zur Aufgabe gemacht, die Inhalte der Arbeit Ihnen, den Nichtphysikerinnen und Nichtphysikern auf der Welt, verständlich zu präsentieren. Und so ist diese Veranstaltungsreihe entstanden. Und manche erinnern sich an die Veranstaltung im Januar, als der Kollege Retterich aus Heidelberg kam. Es sollte der Orchestersaal gefüllt werden. Das war gut eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn passiert und dann kam keiner mehr rein. Das hat etwas zu Ärger geführt. Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Staatstheater zu einem Agreement kamen, dass wir sehr unkompliziert jetzt die nächste Veranstaltung, nämlich die heutige, in das große Haus des Staatstheaters brachten. Und siehe da, es reicht schon wieder nicht. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und Sie sind uns ganz herzlich willkommen. Und wenn ich beim Begrüßen bin, dann darf ich Ihnen sagen, dass hier vorne die gesamte Hochschulleitung der Universität sitzt, die beiden Vizepräsidenten, die Kanzlerin. Wir haben wieder noch der Kuchter, ein Vertreter des für uns zuständigen Ministeriums hier. Wir haben unseren Hochschulratsvorsitzenden hier, Herrn Kollegen Barner. Wir haben auch unseren früheren Oberbürgermeister hier, Herrn Beutel. Und wahrscheinlich noch viele andere, die ich auch begrüßen könnte, aus der Universität und darüber hinaus. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen. Aber natürlich ganz besonders ein Willkommen unserem heutigen Redner, Herrn Kollegen Heuer, dem Generaldirektor der größten Beschleunigeranlage der Welt, dem CERN in Genf. Ich habe ihn gerade gefragt, ob es nicht überhaupt das größte Forschungsinstitut der Welt ist. Er hat in aller Bescheidenheit gesagt, das wisse er nicht ganz genau, das kommt immer davon, wie man zählt. Das ist sicherlich eine der größten Forschungseinrichtungen, die wir auf der Welt haben. Herr Heuer wird eingeführt vom Direktor des MITP, des Mainzer Instituts für Theoretische Physik, Herrn Kollegen Neubert, der gemeinsam mit Herrn Kollegen Wittig, der auch hier vorne sitzt, auch der Sprecher, also die Verantwortlichen dieses Exzellenzclusters sind. Und ich würde gerne Herrn Neubert das Wort übergeben, er steht irgendwo im Hintergrund, damit er den heutigen Gastredner ein wenig einführen kann. Herzlich willkommen. Dankeschön, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Heuer, lieber Herr Krausch, es ist eine große Freude, dass wir dieses Mal mit dem Mainzer Institut für Theoretische Physik hier im großen Haus die Gelegenheit haben, Ihnen wieder ein ganz spannendes Thema aus der aktuellen Grundlagenphysik näher zu bringen. Herr Heuer wird in seinem Vortrag Forschen im Grenzbereich des Wissens die faszinierende Welt der kleinsten Teilchen vorstellen und Ihnen auch zeigen, wie die Gesetzmäßigkeiten, die man dort am CERN entdeckt, Auswirkungen auf das Universum als Ganzes haben. Herr Heuer hat in Heidelberg promoviert, war anschließend am JADE-Experiment am Deutschen Elektronensynchrotron, das ist ein ähnliches, etwas kleineres Institut wie das CERN nahe Hamburg, beteiligt. Dann ab 1984 am Rhopal-Experiment, ein großes Experiment, damals schon am CERN, am Lab-Speicherring des CERN, wo er für lange Jahre auch der Sprecher dieser großen internationalen Kollaboration war. Er wurde dann als Professor nach Hamburg berufen und war ab 1998 am DESI, 2004
wurde er dann Forschungsdirektor des DESI, also derjenige, der sozusagen entscheidet letztendlich, welche Themen in der Forschung besonderes Gewicht erfahren sollen. Und seit 2009 ist der Generaldirektor am CERN, das ist gewissens in die höchste Position, die man im Wissenschaftsmanagement erreichen kann. Er ist in seiner zweiten Legislaturperiode und hat das CERN durch diese ganz wichtige Zeit gesteuert, wo die große Entdeckung des Higgs-Bosons gemacht wurde, von der Sie alle gehört haben. CERN ist eines der weltweit größten Forschungslabors. Es beschäftigt insgesamt 10.000 Gastwissenschaftler und 4.000 Angestellte, Wissenschaftler und Techniker. 20 europäische Staaten sind Mitglieder beim CERN. Und die Wissenschaftler, die am CERN forschen, kommen aus über 100 Ländern und aus über 600 beteiligten Instituten. Es ist also in gewissem Sinn ein Weltlabor, das die gesamte Community vereint. In schwierigen Zeiten können Netzwerke zwischen Wissenschaftlern helfen, politische und kulturelle Grenzen zu überschreiten. Ich weiß aus eigener Erfahrung noch, dass selbst zu Hochzeiten des Kalten Krieges es am CERN völlig alltäglich war, dass russische und amerikanische Wissenschaftler gemeinsam innerhalb ein und derselben Kollaboration am gleichen Experiment geforscht haben. Und die Einrichtung des Zentrums CERN für die Teilchenphysik hat einen ganz wesentlichen Beitrag für die europäische Integration nach dem Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Fall der Berliner Mauer gehabt. Viele bahnbrechende Entdeckungen sind am CERN gemacht worden, viele Nobelpreise sind damit verbunden. Ich möchte Sie nicht damit langweilen, Herr Heuer wird sicherlich das ein oder andere Highlight erwähnen. CERN ist Ihnen vermutlich ebenso bekannt als Geburtsstätte des World Wide Web. Sämtliche guten und vielleicht nicht so guten Dinge des Internets, mit denen wir heute leben, sind letztendlich aus den Bemühungen von Teilchenphysikern hervorgegangen, sich miteinander zu vernetzen. CERN ist Ihnen vielleicht auch bekannt aus Dan Browns Thriller Illuminati, in dem am CERN eine Antimaterie-Bombe gebaut wird, die eine ganz zentrale Rolle spielt in diesem Buch. In der Tat ist es am CERN erstmals gelungen, Antiwasserstoff herzustellen, also sozusagen die Antimaterie des leichtesten Elements Wasserstoff, allerdings nur 38 Atome, die auch nur für 15 Minuten am Leben gehalten werden können. Ganz so gefährlich wie im Buch ist es dann in der Realität doch nicht. Noch ein Faktum, der Large Hadron Collider, mit dem derzeit am CERN geforscht wird, ist nicht nur das größte Forschungsinstrument der Welt, es ist auch im wörtlichen Sinn der kühlste Ort im Kosmos. Es ist nämlich kälter innerhalb dieser 27 Kilometer langen Röhre als im freien Kosmos. Also selbst wenn Sie ins Universum ganz weit rausfliegen würden, es wäre immer noch wärmer als innerhalb des LHC. Im Englischen bedeutet cool sowohl kalt als auch sexy und ich denke beides ist in diesem Experiment impliziert. Ich möchte nicht weiterreden, ich wünsche Ihnen einen ganz spannenden Abend mit Professor Heuer, hoffentlich gute Unterhaltung auch, Sie sollen viel lernen, aber auch ein bisschen Freude haben an dieser fantastischen Physik. Im Anschluss werden wir Gelegenheit haben, oder Sie werden Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, die Professor Heuer gerne beantworten wird. Ich begrüße Sie nochmals ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Vergnügen heute Abend. Herzlichen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Die Hälfte des Vortrags hat der Kollege Neubert ja schon gehalten. Vielen Dank dafür. Es stimmt nicht ganz, ich werde noch ein bisschen weitergehen. Ich habe es noch ein bisschen anders genannt. CERN wird ja dieses Jahr 60. Wir werden also dieses Jahr werden wir 60 und ich kann Ihnen sagen, wir sind immer noch sehr attraktiv. Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Leute zu uns kommen und auch, dass wir neue Länder akquirieren, weil wir wirklich jetzt zum globalen Labor werden. 60 Jahre CERN, und zwar 60 Jahre Forschen im Grenzbereich des Wissens. Jetzt kennen Sie CERN vielleicht aus den Filmen, aber Sie wissen noch nicht wahrscheinlich, was eigentlich CERNs Auftrag ist. Deswegen erstmal, was ist CERNs Auftrag? Das ist natürlich Forschung. Forschung ist das Erste. Das ist der Grund, warum der CERN gegründet wurde. Also Sie können diese Forschung nicht machen, ohne natürlich innovative Technologien zu entwickeln, wenn Sie
die Forschung nach vorne bringen wollen, müssen Sie auch die Technologien entwickeln dafür. Die können Sie nicht im Lager kaufen. Das heißt Innovation, innovative Technologien. Und das Ganze ist natürlich ein fantastisches Trainingszentrum dann und Ausbildungszentrum. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert auf die Ausbildung. Und wie Herr Neuwirth schon gesagt hat, die Völkerverständigung, das ist ein ganz großes Plus des CERN. Und das ist auch etwas, was ich persönlich unheimlich spannend finde, gerade am CERN. Das ist fantastisch, das zu sehen. Ich gehe danach nochmal ganz kurz drauf ein. Was wollen wir in der Forschung machen? Wir wollen wirklich Erkenntnisse zur Entwicklung des frühen Universums kriegen. Wie hat eigentlich alles angefangen? Ja? Wie hat sich alles entwickelt? Was ist eigentlich die Grundlage physikalisch unserer Existenz? Ja, wie passt das alles zusammen? Erforschen sozusagen, wie sich das alles entwickelt hat. Dazu müssen Sie neue Technologien entwickeln für Beschleuniger, für die Detektoren, die Teilchen nachweisen, aber auch in der Informationstechnologie. Das World Wide Web wurde ja gerade erwähnt, wir feiern jetzt dieses Jahr nicht nur 60 Jahre CERN, wir feiern dieses Jahr auch 25 Jahre World Wide Web. Ja? Es ist nur 25 Jahre her und was hat sich in diesen 25 Jahren getan? Das ist unwahrscheinlich. Ich kann Ihnen sagen, ich war in meinem früheren Leben noch Forscher. Ich kann Ihnen sagen, jetzt bin ich eher Diplomat. Ist auch nicht so schlecht, ist ganz spannend. Ich war zur Zeit der Entwicklung des World Wide Web, war ich am CERN und habe geforscht. Und man hat es nicht gemerkt, dass es entwickelt wurde. Es hat einfach alles funktioniert. Es ging irgendwie an einem vorbei, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Und das ist vielleicht ein wunderbares Beispiel, dass Dinge entwickelt werden, wenn man sie braucht. Ja, sie werden nicht einfach nur aus dem hohlen Bauch raus entwickelt, sie werden entwickelt, weil man sie braucht. Und so kam es dann zum World Wide Web. Zur Medizinanwendung habe ich noch ein paar Worte nachher als direkte Auswirkung auf die Öffentlichkeit. Und wenn Sie das anschauen, Forschung und Entwicklung neuer Technologien, dann ist es ganz klar, Ausbildung der Wissenschaftler und der Ingenieure von morgen. Das ist das, was bei uns wirklich hervorragend gemacht werden kann. Und der CERN ist im Prinzip eigentlich gar kein Labor der Physiker. Wir haben weit weniger Physiker angestellt als Ingenieure. Wir sind ein Ingenieurslabor, ein Infrastrukturlabor, wo viele Forscher aus aller Welt kommen, um ihre Forschung zu machen. Und aus aller Welt heißt Völkerverständigung. Das ist zum Beispiel ein Bild der Sommerstudenten. Es ist im Sommer, wenn dann die Sommerstudenten noch kommen. Wir sind wirklich ein junges Labor, zeige ich auch gleich. Es ist toll, wenn man sieht, dass pakistanische Ingenieure und Techniker Besuchern aus Indien erklären, was sie machen. Das funktioniert. Ja? Man muss nur so ein bisschen die Politik beiseite lassen. 60 Jahre CERN, 60 Jahre Wissenschaft für den Frieden. 1954 gegründet von 12 europäischen Staaten. Deutschland war eines der ersten Staaten, eines der Gründerstaaten. Heute haben wir, muss leider korrigieren, 21 Mitgliedstaaten. Seit Januar sind wir über die Grenzen Europas gegangen. Wir haben das E im CERN quasi umdefiniert, das geht nur auf Englisch. Von Europe to everywhere. Und wie Sie sehen, ist das 21. Mitgliedsland ist jetzt gerade außerhalb der Grenzen Europas, das ist Israel. Wir sind im Januar Mitglied geworden. Ich hoffe, nächstes Jahr wird Rumänien voll Mitglied. Serbien ist auch kurz davor. Und dann haben wir Bewerbungen zur Mitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft. Und wenn Sie sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, Pakistan, Zypern, Türkei, Israel, Russland, Ukraine. Das ist Wissenschaft für den Frieden. Es funktioniert. Sie können es machen. Ja? Und das ist eben das Schöne. Wir haben etwa 4.000 Leute auf unserer Payroll. Knapp 2.500, 2.400, 300, 2.300 Angestellte. 1.600 Kurzzeitverträge. Das heißt, das sind im Wesentlichen junge Leute in der Erstanstellung. Postdocs oder junge Ingenieure für 2 Jahre, die zu uns kommen und dann wieder in ihr Land zurückgehen. Das ist wirklich ein Riesenpotenzial, wovon dann auch die ganzen Mitgliedsländer profitieren. Und wir haben zwischen 10.000 und 11.000 wissenschaftliche Nutzer aus aller Herren Länder. CERN ist wirklich eine zwischenstaatliche Organisation. Wir haben Verträge, die ratifiziert werden müssen in den Parlamenten mit den einzelnen Ländern.
Es ist eine Infrastruktur, die natürlich all den Mitgliedsländern gemeinsam gehört, weil eine solche Infrastruktur können sie nicht an einem Ort alleine aufbauen. Es ist wirklich auch ein Modell, ein Beispiel, was Europa erreichen kann, wenn Europa zusammenarbeitet. Ich meine, das ist eine ganz klare politische Message. Und es ist wirklich eine ein Weltlabor in Europa. Sie sehen hier 1954 die erste Sitzung des CERN Councils, 1980, das wurde schon erwähnt, East meets West, eine Delegation von Peking, und da fing es an, da konnten dann die Chinesen zusammen mit den Amerikanern in den gleichen Experimenten arbeiten. Und der CERN war auch das Institut, wo während der Existenz der Mauer auch Ost- und Westdeutsche zusammenarbeiten konnten. Heute haben wir eben eine globale Kollaboration. Der Large Hadron Collider bringt mehr als 8000 Wissenschaftler aus etwa 100 Nationen zusammen. Das heißt, heute haben wir wirklich kein europäisches Labor mehr, heute ist es die globale Kollaboration. Und ich muss hier vielleicht noch ein Wort dazu sagen, was mich wirklich ja, unheimlich beeindruckt hat. Dieses Jahr ist der letzte lebende Gründungsvater des CERN gestorben. Also er lebt jetzt natürlich dann nicht mehr. 103 Jahre alt. Als er 100 war, kam er zum CERN nochmal, um den CERN zu besuchen. Und ich muss sagen, den 100-jährigen französischen Ex-Diplomaten zu erleben, noch mit diesen glänzenden Augen und diese, noch die Vision praktisch, die war sichtbar, wie die das damals aufgesetzt haben. Da haben sich Visionäre, Wissenschaftler und Visionäre Diplomaten getroffen, um eben dann ein Labor hinzustellen, was eben Europa zusammen betreibt und Europa eben an der vordersten Front der Wissenschaft halten kann über viele, viele Jahre. Es war toll, den Mann zu sehen. Und dann meinte er, wenn ihr was entdeckt, komme ich wieder. Und dann mussten wir natürlich das Higgs-Boson entdecken. Und dann kam er nach seinem 102. Geburtstag wieder. Immer noch, voller Energie, ganz toll. Und es war wirklich klasse. Und dann meinte er, ich komme wieder, wenn ihr wieder was entdeckt. Aber ihr müsst euch beeilen, ich werde langsam älter. Leider hat er jetzt die nächste Entdeckung nicht mehr erlebt, aber ich muss sagen, es war ein Privileg, den Mann zu erleben. Das muss ich sagen, da können sich vielleicht viele Leute ein Beispiel nehmen. Okay, zur globalen Kollaboration jetzt. Das ist die Landkarte der Länder, mit denen wir eine Vereinbarung haben, der CERN und diese Länder entsprechen. Das heißt, da kommen unsere wissenschaftlichen Nutzer her. Insgesamt kommen die aus knapp 100 Nationalitäten, aber wir haben nicht mit jedem Land eine Vereinbarung, die kommen dann zum Beispiel über andere Länder zu uns. Und Sie sehen, etwa 60% unserer wissenschaftlichen Nutzer kommen aus den Mitgliedsländern in Blau und die anderen 40% kommen von überall in der Welt. Und Sie sehen, Deutschland hier ist mit knapp 1200 wissenschaftlichen Nutzern einer der größten Nutzerländer. Es ist natürlich der größte Geldgeber auch, okay. Andere nutzen es stärker, wenn Sie hier angucken, USA 1724. Wir sind praktisch das größte amerikanische Labor, ohne dass sie einen Beitrag zahlen. Das ist ein guter Deal für die, aber okay. Aber es ist schon sehr schön zu sehen, dass eben jetzt mehr und mehr Länder kommen und mit uns Vereinbarungen treffen wollen. Was mich stolz macht, ist die Altersverteilung der wissenschaftlichen Nutzer. Die peakt bei 26. Und das ist schon beachtlich. Und das sind natürlich vor allem die Doktoranden und Doktorandinnen. Und wir haben etwa 3000 Doktoranden und Doktorandinnen in den LHC-Experimenten, die dort ihre Arbeit anfertigen, natürlich aus allen Herren Ländern, aber es ist eine wunderschöne Verteilung und das Labor ist wirklich jung, obwohl es 60 Jahre alt ist. Und wir haben auch viele CERN-Besucher, viele Schüler, etwa 40% unserer Besucher sind Schulklassen, kommen aus Schulklassen. Und Sie sehen, wie wir das gesteigert haben in den letzten Jahren. Dieses Jahr sind wir bei 2013 ist hier noch nicht drauf. Sind wir bei 100.000 geführten Besuchen des Labors. Und das ist eine, die Besucher werden alle geführt durch Ingenieure, Wissenschaftler, Nutzer. Das heißt, es ist die Wissenschaft zum Anfassen und auch die Wissenschaftler zum Anfassen. Dann haben wir noch ein Lehrerprogramm, was extrem attraktiv ist. Das haben wir in den letzten Jahren erhöht bis auf 1.000 Lehrer pro Jahr. Wir schleusen 1.000 Lehrer der Sekundarstufe durch unser Labor. Und zwar werden die meisten Kurse in
der Muttersprache der Lehrer gehalten, sodass die Lehrer dann sofort das Material in der Schule benutzen können. Und das ist ein Renner, kann ich Ihnen sagen. Ich bin vor 2 Stunden hier angekommen. Ich habe vorher noch mit der Ministerin aus der Dominikanischen Republik, die kennen Sie vielleicht so aus Urlaub oder so. Nicht die Ministerin, ich meine die Republik. Gerade einen Vertrag noch unterzeichnet, die schicken Lehrertrainer jetzt zu uns, weil sie ein neues Curriculum für die Physik aufsetzen wollen. Ja, da kommen jetzt demnächst 20 Lehrertrainer aus der Dominikanischen Republik, weil die das aufsetzen wollen, weil die eben sehen, was Ausbildung ausmacht. Also es ist schon toll zu sehen, wie diese Länder hochkommen wollen. Und da sehen Sie, wo die Lehrer alle herkommen, aus allen Ländern. Und wie gesagt, wenn Sie dann Länder sehen wie Osttimor oder Cabo Verde und so weiter, dann wundern Sie sich, warum kommen die? Ja, bei Portugal, obwohl sie Schwierigkeiten mit ihren eigenen Finanzen haben, die Lehrer aus den Ländern, wo Portugiesisch die Nationalsprache ist, unterstützen. Ja? Und wenn Sie die Lehrer dann verabschieden nach so einem Kurs, diese glänzenden Augen, und das ist was Sie brauchen. Sie brauchen gute Lehrer, motivierte Lehrer. Und dann haben wir eben Sommerstudenten, pro Jahr etwa 300 Sommerstudenten, 270, 280, die Hälfte aus den Mitgliedsländern, die andere Hälfte aus aller Herren Länder. Und auch hier versuchen wir eben so viel wie möglich, auch jetzt immer mehr nach Afrika zu gehen, um eben auch hier die Ausbildung voranzutreiben. Ich denke, Ausbildung ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. A, um die Armut zu überwinden und B, auch, bin ich vielleicht der naiven Meinung, je besser ausgebildet die Leute, desto eher vermeiden sich vielleicht Konflikte. Technologie, wir machen Forschung an Teilchenbeschleunigern. Heute gibt es etwa 30.000 Teilchenbeschleuniger weltweit. Wenn Sie sehen, weniger als 10% sind in der Forschung. Das meiste ist entweder in der Medizintechnologie oder in der Ionimplementation, Beschichtung, im Material untersuchen oder Ionimplementierung in Halbleitern. Aber mehr als ein Drittel geht in die Radiotherapie, das heißt in die Medizin. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie sich die Technologie so entwickelt, in der Protontherapie. Das ist eine Tumorbestrahlung mit geringerer Nebenwirkung. Wenn Sie einen Tumor bestrahlen mit Röntgenstrahlen, dann wird immer das umgebende Gewebe eben auch angestrengt, affected, wird geschädigt, sorry. Wenn Sie jetzt Protonen nehmen oder leichte Ionen, dann können Sie diese Schädigung sehr stark vermeiden, weil Sie viel gezielter auf den Tumor gehen können. Das ist natürlich relativ teuer, weil Sie brauchen große Zentren und wir sind engagiert, wir haben mit aufgebaut ein Institut in Italien, in Pavia. Im Moment ist Medaustron in Wiener Neustadt in Konstruktion, das soll nächstes Jahr in den Betrieb gehen. Und wir haben etlichen Ländern jetzt wirklich großes Interesse, Spanien, Griechenland, Bulgarien und so weiter, um diese Zentren aufzubauen. Und Sie sehen, wie lange das sowas braucht. Das braucht 60 Jahre im Wesentlichen, hier von der Grundlagenforschung am Zyklotron. Die erste Protonbestrahlung war in den 50ern, das erste Hospital mit Protonbestrahlung war so wie in den Anfang der 80er und heute, 2012, gibt es 39 Therapiezentren auf der Welt. Das dauert lange, bis Sie von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung zum Beispiel im Hospital kommen können. Oder aber zum Beispiel die medizinische Diagnostik mit Antimaterie, Positronemissionstomographie. Das Positron ist das Antiteilchen zum Elektron. Das heißt, Sie benutzen Antimaterie im Hospital. Es ist also lange nicht so gefährlich wie in Illuminati. Und vorhergesagt und entdeckt wurde Antimaterie in den 20er Jahren, das heißt vor über 80 Jahren, vor 90 Jahren. Es dauerte nur ein paar Jahre, bis Antimaterie entdeckt wurde, nachdem sie vorhergesagt wurde. Und dann dauerte es hier 45 Jahre, bis zur ersten Anwendung der Positronen in der Positronemissionstomographie. Und das startete in Genf am CERN, in Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Hospital und dem CERN für die Positronemissionstomographie. Und heute haben wir eine Technologie hier, eine neue PET-Generation, der Kristalle von den großen NHC-Detektoren, die dafür entwickelt wurden, jetzt im PET-Scan verwendet werden und die Elektronik eben genauso eben auch entwickelt wurde
für diese großen Detektoren. Das ist also eine direkte Auswirkung und Anwendung für die Allgemeinheit. Aber das Wichtigste für uns ist natürlich die wissenschaftliche Herausforderung, die Erforschung des Universums, des frühen Universums. Wie ging das vor? Wie hat das alles angefangen? Ein unheimlich heißer, unheimlich energiereicher Punkt am Anfang. Und dann hat sich das über 13, knapp 14 Milliarden Jahre ausgedehnt auf heute 10 hoch 28 Zentimeter. Ich weiß nicht, was 10 hoch 28 Zentimeter sind. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Die Mathematiker vielleicht. Ich kann mal versuchen, Ihnen zu helfen. Wenn Sie jetzt die Zentimeter ersetzen durch Dollar, dann haben Sie in etwa das Quadrat des amerikanischen Defizits. Also es hilft mir auch nicht viel. Ich weiß nur, dass das wohl relativ groß ist. Okay. Aber wie der Herr Neubert vorhin schon sagte, heute ist das Weltall 2,7 Grad warm, kalt, 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Ich habe mal hier auf einem Maßstab das Universum heute 10 hoch 28 Zentimeter, das Universum zum Zeitpunkt des Urknalls. Physiker mögen ja keine Null. Wenn ich durch Null dividiere, habe ich immer ein Pol, also vermeide ich die Null. Das ist jetzt 10 hoch minus 32 Zentimeter. Auch das ist natürlich sehr schwer vorstellbar. Aber das sind eben die kleinen Dimensionen, wo wir arbeiten, und das Weltall ist die große Dimension. So. Wie kann ich jetzt die Historie des Universums untersuchen? Nun, ich kann einmal zum Beispiel bodengestützte Teleskope nehmen oder Teleskope, die im Weltraum stationär sind, wie zum Beispiel Hubble oder das Alpha Magnetic Spectrometer. Das ist ein Experiment, das ist, glaube ich, das hier, das einzige Experiment auf der internationalen Raumstation, das wirklich dort nach Grundlagenforschung macht. Das ist ein großes Experiment aus der Teilchenphysik und wir haben das Kontrollzentrum am CERN für dieses Experiment. Oder aber zum Beispiel der Planck-Satellit, der dann wirklich untersucht, wie das Universum sich entwickelt hat. Wenn Sie das jetzt mit Lichtteilchen, mit Photonen machen, mit diesen Teleskopen, nicht im AMS, aber mit den anderen Teleskopen, dann haben Sie ein Problem. Und das Problem ist, bei 380.000 Jahren, da laufen Sie gegen eine Wand hier. In den ersten 380.000 Jahren war das Universum noch so heiß, noch so energiereich, dass keine stabilen Teilchen entstehen konnten. Die Photonen, die dort entstanden, die Lichtteilchen, die wurden auch gleich wieder geschluckt. Das heißt, es war alles so eine Suppe und da konnte keine Information rauskommen. Bei 380.000 Jahren war das Universum schon so weit abgekühlt, dass stabile Atome entstehen konnten. Und damit wurde Licht frei. Das heißt, das Licht, was Sie heute sehen, kann frühestens 380.000 Jahre nach dem Urknall entstanden sein. Es gibt allerdings auch Experimente, die an den Eigenschaften des Lichts erkennen können, was eventuell vorher passiert ist. Da gibt es jetzt neue Ergebnisse, die müssen noch verifiziert werden, aber da kann man vielleicht noch ein bisschen zurückkommen da rein. Aber im Prinzip sehen Sie nur das Licht, was frühestens 380.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Sie müssen es also anders machen. Dann gehen Sie hier auf diese Skala. Sie gehen zu den kleinen Skalen. Und jetzt machen Sie es ganz anders. Auf der großen Skala gucken Sie in die Historie. Bei der kleinen Skala reproduzieren Sie die Bedingungen davon damals. Das heißt, Sie gucken nicht in die Historie, Sie reproduzieren die Bedingungen, die damals herrschten. Und das machen Sie, indem Sie einen großen Beschleuniger bauen. Je kleiner das Objekt, was Sie untersuchen, desto höhere Auflösung muss natürlich Ihr Instrument haben. Ja, zunächst, Sie fangen mit den Augen an, wenn Sie älter werden, brauchen Sie eine Brille. Dann haben Sie eine Lupe, dann geht es zum Mikroskop, Elektronenmikroskop und dann fangen die Beschleuniger an. Und je größer und je höher die Auflösung, desto tiefer können Sie in die Materie schauen. Das heißt, mit dem Beschleuniger können Sie wirklich die inneren Strukturen der Materie auflösen. Das Problem ist, und jetzt erschrecken Sie bitte nicht, ich habe nur insgesamt drei Gleichungen im ganzen Vortrag. Das heißt, hier ist schon mal eine Folie mit einer überwältigenden Anzahl von Gleichungen. Das ist die Wellenlänge des Lichts. Das heißt, je kleiner die Wellenlänge, desto besser ist ihre Auflösungsvermögen. Je kleiner die Wellenlänge, desto höher die Energie. Da kommen Sie nicht drum herum. Das heißt,
Je besser die Auflösung, desto höher muss die Energie sein. Aber dann können Sie eben die inneren Strukturen auflösen. Wenn Sie die höhere Energie haben, dann können Sie nach Einstein eben auch Teilchen erzeugen, die höhere Masse haben. Das heißt, Sie haben zwei Vorteile. Höhere Energie bringt Ihnen eine bessere Auflösung. Höhere Energie bringt Ihnen auch die Möglichkeit, Teilchen mit höherer Masse zu erzeugen. So wie sie am Anfang des Universums auch erzeugt wurden. Und Sie können dieses Experiment beliebig wiederholen. Ja? Sie können es ständig wiederholen. Das heißt, Sie kriegen eine hohe Statistizität. Das heißt, Sie können Präzisionsmessungen machen. Ihre Energie ist natürlich beschränkt, aber Sie können dann noch Präzisionsmessungen machen. Und das ist die Rolle von Beschleunigern. Wie beschleunigen wir? Nun, wir nennen ein Proton. Das Proton ist ja der Kern des Wasserstoffatoms, ist positiv geladen. Wenn Sie eine 1-Volt-Batterie haben, dann wird das Proton hier vom Pluspol abgestoßen, geht zum Minuspol und wie gesagt, es hat 1 Volt, dann hat das Proton die Energie von 1 Elektronvolt. Das E steht für die Ladung des Protons. Der LHC hat 7 TeV auf 7 TeV. 1 TeV ist 1000 GeV, ist eine 1 mit 12 Null, ein Elektronvolt. Das heißt, wir brauchen für die Beschleunigung im Prinzip 14 Batterien pro Stern in der Andromeda-Galaxie für unseren Beschleuniger. Wir machen es natürlich ein bisschen anders. Aber das gibt Ihnen so ein Gefühl, wie man so eine Beschleunigung macht. Und es geht eigentlich relativ einfach. Wenn das Ding mal hier ist, dann kommt hier natürlich die nächste Batterie, dann wird umgepolt, dann wird das hier zum Pluspol und der Minuspol ist dort. Das heißt, wenn das Ding zum zweiten Mal durchläuft, hat es dann 2 E-Volt und so weiter. So geht es dann weiter. Gut, dann sind wir hier beim Supermikroskop. Und damit kommen wir eben zu den Größenordnungen von 10 hoch minus 16 Zentimetern oder in der Zeitskala bis 10 hoch minus 12 Sekunden oder für die, die mathematisch nicht so genau Bescheid wissen, eine Millionstel einer Millionstel Sekunde. Das heißt, wir kommen bis auf eine Millionstel Sekunde einer Urknaller. Keiner kommt mehr ab. Und was haben wir gelernt mit unseren Beschleunigern in den letzten rund 100 Jahren, etwas mehr als 100 Jahren? Ja, erstmal muss ich Sie enttäuschen, Sie sind eigentlich alle ziemlich leer. Denn sie bestehen ja eigentlich nur aus dem Atomkern und den Elektronen. Dazwischen ist ja nicht so viel. Das sind die Krafthalter dann natürlich. Aber im Prinzip von der Materie her gesehen, ist egal wie schwer sie sind, sie sind ziemlich leer. Also die Atome sind keine Atomos, keine Unteilbaren. Sie bestehen aus Kern und Elektronen. Die Kerne wiederum bestehen aus Protonen und Neutronen. Und die Protonen und Neutronen wiederum bestehen aus den sogenannten Quarks, den Up-Quarks oder Down-Quarks. So, und jetzt muss ich Ihnen wieder was sagen. Wir alle bestehen nur aus 3 Materieteilchen. 3 Materieteilchen, nicht mehr. Und zwar aus dem Up-Quark, dem Down-Quark und dem Elektron. Das ist alles, was wir brauchen, um uns physikalisch von der Materie her zu erklären. Da kommen natürlich noch die Kraftteilchen dazu, die den Informationsaustausch zwischen diesen Materieteilchen machen. Aber von den Materieteilchen her gesehen, bestehen wir alle nur aus diesen 3 Teilchen. Das finde ich schon ganz bemerkenswert, wenn ich hier die anderen Gesichter sehe. Und natürlich auch alles, das, worauf Sie sitzen und so weiter, alles das ist schon beachtlich. Jetzt gucken wir mal rein, was haben wir da eigentlich gelernt über diese Quarks, über diese Materieteilchen. Das ist unser sogenanntes Standardmodell. Das ist keine... Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Problem mit der ersten Reihe, mit den Theoretikern hier. Nicht mit dem Management, mit den Theoretikern. Es ist ja eigentlich keine Theorie, es ist eigentlich wirklich nur ein Modell. Ne? Aber ich sehe schon, ich habe noch eine Diskussion. Okay. Das ist das Periodensystem des Mikrokosmos. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist viel einfacher als Chemie. Das Periodensystem der chemischen Elemente ist sehr viel komplizierter, sehr viel größer. Physik studiert. Wir haben 3 Familien aus jeweils 2 Quarks, und die Up- und Down-Quarks haben Sie ja schon kennengelernt, und 2 Leptonen, das Elektron, haben Sie auch schon kennengelernt. Und das ist alles, was wir brauchen, um uns zu erklären von der Materialität her. Das ist sozusagen die sichtbare Welt. Natur hat jetzt noch 2 andere Familien, jeweils wieder von 2 Quarks und 2 Leptonen, die sich im Prinzip völlig identisch verhalten wie die anderen Familien, aber der Unterschied zwischen den einzelnen Familien ist riesig, insbesondere in der Masse dieser subatomaren Teilchen. Die Masse des Top-Quarks zum Beispiel ist, das ist das schwerste elementare Teilchen, was wir kennen. Das ist ein punktförmiges Teilchen, das ist so schwer, das wiegt so viel wie ein Goldatom.
Das Wärmemasse ist aber punktförmig. Also es ist ein riesen Masseunterschied zwischen diesen einzelnen Teilchen, den wir nicht erklären können. Aber das sind jetzt insgesamt die Materieteilchen, die wir kennen. Wir wissen, es gibt drei Familien, wir wissen auch genau. Diese Biester, die müssen natürlich miteinander kommunizieren und die kommunizieren, die tauschen aus, welche Kräfte sie jetzt eigentlich aufeinander miteinander austauschen wollen, über die Kraftteilchen. Und das Photon zum Beispiel ist das Kraftteilchen, was die elektromagnetische Wechselwirkung überträgt. Das heißt, das ist zum Beispiel ganz wichtig, um die Atome auch zusammenzuhalten. Die Gluonen sind die Klebeteilchen für die starke Wechselwirkung, die die Kerne zusammenhält. Das heißt, da haben Sie die Kerne, die elektromagnetische Kraft brauchen Sie für die Atome, für die Neutralisierung der Atome. Und die Z- und W-Bosonen, die tauschen die Information über die schwache Kraft aus. Und die schwache Kraft ist zum Beispiel verantwortlich für Prozesse in der Sonne. Das sind die drei Kräfte, die für uns wesentlich sind, dass wir überhaupt existieren können. Und dieses Standardmodell wurde über Jahrzehnte, in den letzten 50 Jahren, mit hoher Präzision getestet. Und einerseits ist es fantastisch. Es hat allen Tests standgehalten. Fantastisch. Das ist völlig frustrierend. Denn es lässt so viele Fragen unbeantwortet. Insbesondere bevor wir mit dem LHC kamen, war die Frage, wie erhalten Elementarteilchen eigentlich ihre Masse? Das war überhaupt nicht klar. Und da kommt jetzt der berühmte Peter Higgs und andere Theoretiker ins Spiel. Man definiert die Masse auch als Trägemasse. Das heißt, die Eigenschaft von Teilchen mit einer bestimmten Energie, sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu bewegen. Und das ist meine dritte Gleichung. Wenn ein Teilchen die Masse 0 hat, dann bewegt es sich, C ist die Lichtgeschwindigkeit, dann bewegt es sich mit der Lichtgeschwindigkeit. Je schwerer das Teilchen bei gleicher Energie, desto langsamer ist es. Ja? Desto langsamer bewegt es sich. Das heißt, je größer die Masse, desto geringer die Geschwindigkeit bei derselben Energie. Was haben jetzt diese sechs Theoretiker gemacht? Braun, Ormeer, Higgs, Kippel, Koralnik und Huygens. Die haben ein skalares Feld eingeführt. Ein skalares Feld, das ist ein Feld, was keine ausgezeichnete Richtung hat. Es ist überall dasselbe. Das ist ein Skalar. Das ist wie eine Zahl. Ein Vektor hat eine Richtung, das ist ein Skalar. Und durch die Einführung dieses Feldes kriegen die Teilchen Masse, indem die nämlich mit diesem Feld wechseln. Dieses Feld spricht sozusagen mit den Teilchen. Dadurch kriegen die Teilchen ihre Masse. Und dieses Feld hat nur eine klasse Eigenschaft, denn wir wüssten gar nicht, ob es da ist, wenn es nicht die Selbstwechselwirkung hätte. Das heißt, das Feld spricht auch mit sich selbst. Und diese Selbstwechselwirkung, dieses Selbstgespräch des Teilchens, das ist das famöse Higgs-Teilchen. Und das Higgs-Teilchen ist also der Botschafter dieses Feldes. Ziemlich abstrakt, oder? Ja? Okay, sind wir uns einig. Das ist jetzt eine Cocktailparty von Journalisten. Und zwar nachdem das kalte Buffet abgeräumt ist. Sonst wären die alle auf einer Seite, genau wie die Physiker übrigens. Die Physiker sind genauso. So sind die aber gleich verteilt im Raum. Es gibt hier eine Tür und dort eine Tür, die ist nicht gezeigt. Und dann kommt Heuer hier rein und geht hier durch. Kein Mensch kennt ihn. Ich gehe durch mit Lichtgeschwindigkeit. Keiner interessiert sich für mich. Ich bin masselos. Ist gut zum Abnehmen. Es kommt aber jemand rein, den Sie kennen. Zum Beispiel Herr Einstein. Was passiert? Die ersten Cluster, die drängen sich um ihn herum. Er wird langsamer. Er erhält Masse. Und dann lassen die ersten Journalisten wieder ab und dann kommen die nächsten. Das heißt, dadurch, dass er bekannt ist, geht er durch dieses Feld langsamer durch. Je bekannter er ist, desto massiver wird er, desto schwerer. Ja? Je bekannter, desto mehr Journalisten sind um ihn herum. Auf diese Weise kriegt er seine Masse. So, wie kann man sich jetzt die Selbstwechselwirkung vorstellen? Ich mache die Tür auf und ich flüstere ein Gerücht in den Raum. Und die Journalisten sind natürlich neugierig. Was hat er gesagt? Das ist das Higgs-Teilchen. Das ist die Selbstwechselwirkung. Die Selbstwechselwirkung der Journalisten, die miteinander reden. Ja? Und nach einer Weile
haben Sie ausdiskutiert, lösen sich wieder auf, Sixpacking ist weg. Es wird erzeugt, zerfällt, erzeugt, erfällt, zerfällt. Das ist das Sixpacking. Ich hoffe, Sie gehen jetzt mit mir einig, dass Teilchenphysik extrem einfach ist. Das heißt aber, dass Sie ja schon wissen, was das Higgs-Teilchen entdeckt wurde, der LHC hat jetzt eine der wesentlichen Fragen beantwortet, nämlich, wie erhalten Elementarteilchen ihre Masse? Und zwar über dieses Higgs-Boson quasi. Das Higgs-Boson ist der letzte fehlende Baustein des Standardmodells. Also wenn Sie fragen, warum ist das eigentlich so wichtig? Es ist extrem wichtig für uns alle, denn wenn das Biest nicht existieren würde, wenn dieser Mechanismus nicht existieren würde, dann würden alle subatomaren, alle fundamentalen Teilchen masselos sein. Masselose Teilchen fliegen mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum. Es wäre nicht ganz ausgeschlossen, aber es wäre extrem schwierig, gebundene Zustände zu produzieren. Erst dadurch, dass die Teilchen Masse haben, können sie diese gebundenen Zustände erzeugen. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt das Higgs-Teilchen gefunden haben, wissen wir jetzt endlich, warum wir überhaupt physikalisch existieren können. Das heißt, es ist eine der grundlegenden Fragen, die uns angeht. Und deswegen war es auch so unheimlich interessant und spannend, dieses Biest endgültig zu finden. Darüber hinaus lässt nun leider das Standardmodell viele andere Fragen offen. Eine Frage ist auch zum Beispiel, wo ist die ganze Antimaterie? Wir sind ja in einem materiedominierten Universum. Und wenn Materie und Antimaterie werden immer aus Energie zu gleichen Teilen erzeugt. Wenn sie sich begegnen, dann vernichten sie sich auch wieder. Das heißt, im Prinzip dürften wir auch deswegen gar nicht existieren. Weil die Materie und Antimaterie, die erzeugt wurden, sich auch wieder vernichten. Es gibt jetzt aber kleine Verhaltensunterschiede zwischen Materie- und Antimaterie-Teilchen. Und als Effekt dessen ist ein Teil in 10 Milliarden Teilen mehr Materie als Antimaterie dann schließlich übrig geblieben. Und dieses eine Teil in den 10 Milliarden sitzt hier. Der Rest hat sich vernichtet. Wir sollten uns immer vor Augen halten, dass wir nur eine kleine Störung übrigens sind, dieser eine Teil in 10 Milliarden. Wir wissen, dass es so ist, aber wir wissen noch nicht die Gründe dafür. Wir kennen noch nicht alle Eigenschaften. Auch das ist etwas, was wir uns angucken können. Die größte Frage aber, und das ist auch das, was ich hoffe, dass wir das irgendwann demnächst mal lösen können, ist, was ist eigentlich im Weltall an Energie und Materie? Das Standardmodell beschreibt gerade mal, und ich sage beschreibt, gerade mal so knapp 5% der Materie- und Energiedichte des Universums. 95% sind das dunkle Universum. Ein Viertel ist die dunkle Materie. Die klumpt wie die normale Materie, wechselt aber nur gravitationell mit ihr. Oder die andere Wechselwirkung kennen wir noch nicht. Wir wissen, dass es da ist, wir wissen aber nicht, was es ist. Und drei Viertel sind die dunkle Energie. Die treibt das Universum immer weiter auseinander. Keine Idee, was das ist. Wir haben 50 Jahre jetzt gebraucht, diese 5% zu beschreiben. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir die 95% endlich angehen. Und da hoffe ich wirklich, dass mit dem Large Hadron Collider wir heute am Anfang der Erforschung des dunklen Universums stehen. Das ist zumindest mein Traum. Und auch Generaldirektoren haben ab und zu mal Träume. Auch Halbträume, aber okay. So, der Large Hadron Collider. In einer wunderschönen Gegend, Genf, das ist der seeische Flughafen, 100 Meter unter der Erde, 27 Kilometer. Es ist vielleicht das größte wissenschaftliche Instrument je gebaut, 27 Kilometer Umfang. Weit über 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beteiligt an der Entwicklung, am Bau und jetzt an der Nutzung des Geräts. Wir haben Proton und ab und zu auch mal Blei-Blei-Stöße, um eben den Mikrokosmos und das frühe Universum zu untersuchen, und zwar eben 40 Millionen Mal pro Sekunde. Wir schießen die Biester 40 Millionen Mal pro Sekunde aufeinander. Und es passiert eben so, dass sie, zeige Ihnen erstmal die Hardware. Das ist ein Magnet, der die Teilchen auf der Kreisbahn hält. Wir haben da eben diese 27 Kilometer Kreis und die Teilchen fliegen da rum. Die müssen sie natürlich auf dieser Kreisbahn halten. Die halten das der Kreisbahn mit Magneten. Magnetfeld hält eben die geladenen Teilchen fest.
Wir können es so vergleichen, wenn Sie den Hammerwurf machen bei der Leichtathletik. Es ist überhaupt kein Problem, die erste Drehung, ich habe es noch nicht probiert, aber es sieht so einfach aus. Die erste Drehung zu machen, da passiert noch nicht viel. Aber je mehr Sie sich drehen, desto mehr Kraft übt natürlich der Hammer dann aus und irgendwann müssen Sie ihn loslassen, weil er zu schnell wird, weil er zu viel Fliehkraft hat. Hier ist es zwar nicht die Fliehkraft, aber Sie brauchen dann eben auch ein Instrument, was diese Teilchen auf der Bahn hält. Und je schneller die werden, desto stärker muss Ihre Magnetkraft sein. Das heißt, die Magnetkraft beschränkt die Energie, mit der Sie die Teilchen im Kreis laufen lassen können. Und das ist so ein Magnet, glaube ich, 18 Meter lang. Wir haben 1300 dieser Biester, die da runtergebracht werden. Dann werden sie entlang des Tunnels gefahren bis an die Stelle, wo sie eingebaut werden sollen. Es gibt verschiedene Arten von Magneten, es gibt eine andere Farbe. Dann werden sie eingemessen, eingustiert und schließlich werden sie dann hier überall zusammengeflanscht, die Vakuumrohre, die Heliumrohre und diese Biester hier. Das sind die Hochstromverbindungen, wo in der Vollausbaustufe so rund 13.000 Ampere drüber laufen. Und da ist eben im Jahr 2008 eines dieser Biester durchgebrannt. Und da das ja im flüssigen Helium alles liegt, weil es eben nur mit supraleitenden Verbindungen geht, nur mit supraleitenden Magneten, alles im flüssigen Helium, wenn so eine Leitung durchbrennt, dann kocht sofort dieses Helium. Und wenn so Helium kocht, und wir haben, glaube ich, wenn ich nicht alles deutlich vergesse, die Zahlen heute, so rund 80 Tonnen flüssiges Helium in dem Gerät, dann sind auf den ersten paar hundert Meter die ersten zig Tonnen verdampfen dann, und das können Sie sich vorstellen, wie bei Ihrem Kochtopf, aber nur viel schlimmer, reißt es natürlich alles auseinander. Und dieser Kollateralschaden, der war natürlich im Jahr 2008 sehr hoch, und wir mussten jetzt 2009, als wir angefangen haben, alles erstmal reparieren und uns auch andere Gedanken machen, wie man sowas vermeiden könnte. Deswegen haben wir jetzt im Jahre 2010 richtig angefangen zu laufen. Aber wenn der Beschleuniger so aussieht, so liebe ich ihn, dann wird er zu dicht und wir können Daten nennen. Herr Neubert hat schon gesagt, es ist eigentlich der größte Kühlschrank auf der Erde. Wir laufen mit supraleitenden Magneten. Das heißt, einer der kältesten Orte im Universum wirklich. Wir laufen bei minus 271 Celsius, beziehungsweise 1,9 Grad über dem absoluten Nullpunkt, kälter als das äußere Universum, 2,7. Es ist aber gleichzeitig einer der heißesten Orte in der Galaxie. In der Kollision zweier Protonenstrahlen kriegen wir nämlich Temperaturen, die weit, weit höher sind als in der Sonne, und auf diese Weise kommen wir eben so nah an den Urknall. Wir nehmen aber nur die Energie aus der Steckdose. Wenn diese zwei Protonen aufeinander knallen, dann ist es wie ein Moskito auf ein anderes Moskito bei vollem Flug. Die zwei Moskitos aufeinander kommen nie an den Urknall ran. Das ist es. Die Protonen sind ja extrem klein. Das heißt, es ist die Energiedichte. Dass die Energie ist konzentriert auf einen minimalen kleinen Punkt. Und das ist es, was uns zu nah an den Urknall bringt. Es ist nicht die gesamte, es ist nicht die Energie selber, es ist die Energiedichte, weil das ist auf diesen fantastisch kleinen Punkt konzentriert. Und das bringt uns so nah an den Urknall. Und wir schießen natürlich nicht nur Einzelprotonen. In diesen Magneten haben wir zwei Strahlröhren, zwei Röhren, in denen laufen die Pakete von Protonen im Uhrzeigersinn und Pakete von Protonen im Gegenuhrzeigersinn. Wir haben ca. 2800 Pakete pro Richtung. Das heißt, der Abstand ist ein paar Meter, 25 Nanosekunden. In jedem Paket sind etwa 100 Millionen Protonen, die wir aufeinander schießen können. Wenn wir jetzt die aufeinander schießen, diese Pakete, die treffen sich. Übrigens, um es mal so zu vergleichen, wie muss man sich das vorstellen, wenn man das makroskopisch übersetzt, was wir hier mikroskopisch machen, stellen Sie sich vor, Sie werfen eine Menge Stricknadeln von Frankreich aus über den Atlantik Richtung USA, und aus den USA werden wir ein Paket Stricknadeln Richtung Frankreich, und dann müssen die sich über den Atlantik treffen. So ungefähr ist es hier, nur auf kleinerem Maßstab. Das heißt, das ist das, was wir hier machen. Aber unsere Pakete, die treffen sich zwar, aber dann treffen sich immer noch nicht die Protonen. Die Protonen sind ja so klein, normalerweise finden die sich nicht. Was müssen sie machen? Wir müssen die Biester fokussieren. Ja?
müssen Sie immer mehr fokussieren, so wie Sie mit der Lupe auch mit dem Brennglas die Strahlen, die Lichtstrahlen fokussieren. So fokussieren Sie hier die Pakete. Und wenn Sie das richtig fokussieren, dann kollidieren ca. 10 bis 40 von den Protonen miteinander. Das heißt, nach einer Paketkollision haben Sie 100 Millionen minus 10 minus 40 Protonen. Das heißt, das können Sie einen halben Tag oder einen ganzen Tag können Sie die Strahlen verwenden, die immer wieder aufeinander schießen. Und wenn sich so zwei Protonen kollidieren, dann kollidieren natürlich die Quarks und die Gluonen. Ich hatte Ihnen ja vorhin gezeigt, dass die Protonen aus Quarks und Gluonen bestehen. Die treffen sich dann. Und aus dieser Energie, von den Protonen, von den Quarks und Gluonen, da entstehen dann neue Teilchen, die wir dann untersuchen. Und das machen wir an vier Stellen. An vier Stellen kollidieren wir diese Pakete. Und an diesen vier Stellen haben wir dann vier große Experimente, vier große digitale Kameras praktisch. Das ist das größte Experiment im Bau hier, das Atlas-Experiment. Und die mit guten Augen, die können jetzt hier sehen, das ist ungefähr die Größe eines durchschnittlichen Physikers. Okay, manche sind schwach. Okay. 27 mal 27 mal 45 Kubikmeter. Alles gefüllt mit Sensorik und Elektronik. Und in dem gesamten Bereich werden die Spuren der Teilchen, die aus diesen Kollisionen entstehen, also diese Bilder, diese Spuren werden gemessen mit einer Genauigkeit im Schnitt im Durchmesser des menschlichen Haares. Das heißt, es ist Ingenieurskunst vom Feinsten und dann auch Physik vom Feinsten. Die Konkurrenz, aber gleichzeitig Kollaboration ist CMS. Die beiden, die sind eigentlich da, um alle interessanten Prozesse zu messen. Das Experiment ist da, um ein bisschen zu untersuchen, warum hat eigentlich Antimaterie andere Eigenschaften als Materie. Und alles, das vierte Experiment ist da, um insbesondere die Schwerionen, die Bleistöße zu untersuchen. Dieses heiße Plasma, was so eine Mikrosekunde nach dem Beginn des Universums herrscht, das untersuchen die. Das zeigt Ihnen nochmal Atlas. Jetzt können Sie auch die mit den schlechteren Augen sehen. Das ist im Bau eben. Und hier sehen Sie die Leute, die das gerade aufbauen. CMS, das andere Experiment, ist schon weiter im Bau hier. Beide Experimente haben jeweils etwa 3000 wissenschaftliche Mitglieder aus jeweils etwa 40 Ländern. Das müssen Sie sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 3000 Mitglieder. Wenn Sie jetzt eine durchschnittliche Arbeitsgruppe mit 10 Leuten annehmen, sind es mindestens 300 Professoren. 300 Egos! Und diese 300 Egos, die anderen sind übrigens auch Egos, okay. Die müssen zusammenarbeiten. Die müssen zusammenarbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin, nämlich die Erforschung des frühen Universums, die ganzen Prozesse zu untersuchen. Die müssen zusammenarbeiten, in der Hardware, in der Software, in allem. Und das funktioniert. Denn jeder weiß, er oder sie alleine kann das nicht schaffen. Ich brauche den anderen oder die andere. Und wenn ich dem oder der Kollegin keine Information gebe, kriege ich auch keine. Und so einfach ist das. Das regelt sich. Alle ziehen am einen Strang. Man wundert sich manchmal, dass es funktioniert. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich sehr gut. So, jetzt war das alles vielleicht auch wieder ein bisschen abstrakt. Jetzt versucht mal, deswegen hat es vorhin auch so lange gedauert, diesen Film hier, das alles hinzukriegen. So, jetzt laufen die Teilchen hier los im LHC. Wir sind übrigens froh, dass die Schweiz in Schengen ist. Wir wollen jetzt hier keinen Pass zeigen. So, und jetzt sehen Sie, das hier ist jetzt zum Beispiel so ein Proton. Ich habe jetzt nur Einzelproton. Und hier sehen Sie, da sind diese drei Quarks, zwei Up- und ein Down-Quark da drin, die da drin rumschwimmen, in einer Suppe von Quarks und Gluonen, die da immer wieder... Das ist alles ein ganz kompliziertes Gebilde. Die fliegen jetzt aufeinander zu. Von der einen Seite kommt das eine Paket, von der anderen Seite das andere Paket. Hier, das ist nur dargestellt mit einem einzelnen Proton. Und dann geht es in eines dieser Experimente, dort treffen die sich, und aus dieser Energie entstehen jetzt neue Teilchen.
Und wir vermessen diese Trajektorien dieser neuen Teilchen eben in dieser Genauigkeit, die ich Ihnen gezeigt habe, die ich Ihnen genannt hatte, die menschliche Haardicke. Jetzt habe ich hier ein spezielles Ereignis ausgesucht, was diese vier blauen Spuren hat. Das heißt, das sind vier Teilchen. Ja, Sie sehen, die meisten dieser Spuren, die stoppen hier, da geht nichts raus. Die stoppen bei dieser Lage. Es ist wie so eine Zwiebellage, es ist eine Riesenzwiebel und jede Lage hat eine andere Funktion. Und Sie sehen, die meisten Teilchen, die werden absorbiert, die hören hier auf, die kommen nicht weiter. Aber diese vier blauen, die kommen weiter, die gehen durch im Westen durch. Das sind Teilchen, die auch in der Höhenstrahlung existieren, die sogenannten Myonen. Und wenn Sie diese zwei Myonen zusammennehmen und diese zwei Myonen zusammennehmen, dann kommen Sie auf zwei Z-Bosonen. Und wenn Sie diese zwei Z-Bosonen zusammennehmen, dann könnte das Resultat sein, dass diese zwei Z-Bosonen von einem Higgs-Boson kamen. Das ist ein Kandidat für ein Higgs-Boson erreichen. Und damit kommen wir jetzt schon mal zur Frage, was können wir überhaupt angucken mit diesen Beschleunigern, mit diesen Experimenten. Materiezustand, wie sah Materie aus, direkt nach dem Urknall. Haben wir jetzt wirklich das Higgs-Teilchen gefunden, das der Botschafter ist für den Mechanismus, der den elementaren Teilchen ihre Masse gibt? Warum haben sich Materie und Antimaterie nicht vollständig vernichtet? Und diese ganz kleine Frage, woraus bestehen 96% des Universums? Was ist die dunkle Materie, was ist die dunkle Energie? Und das sind die Fragen, die wir mit dem Large Hadron Collider und mit den Experimenten angehen können. Wir können vermutlich nicht alle beantworten, aber wir können sie zumindest alle angehen. Wir haben aber ein kleines Problem. Und das ist hier. Das ist nicht kompliziert. Das ist die Energie des Beschleunigers oder die Energie der Kollision. Hier sind wir bei 14 TeV oder hier haben wir angefangen mit 7 TeV. Und das hier ist die Wahrscheinlichkeit sozusagen der Erzeugung gewisser Prozesse. Und hier oben, diese Linie, ist die Summe aller Prozesse. Das ist eine logarithmische Skala, das heißt, das sind jetzt, glaube ich, wie ich erzählt habe, 12 Größenordnungen Unterschiede. Und das ist ein Einzelprozess, das ist ein Einzelprozess. Das hier sind alles Prozesse, die wir eigentlich schon kennen. Die neue Physik ist hier unten. Viele, viele Größenordnungen unter der gesamten Erzeugungsrate dieser diversen Prozesse. Das heißt, es sind mehr als 10 Größenordnungen Unterschied zwischen der Gesamtrate an Ereignissen in der Kollision und der Rate von neuer Physik. Das heißt, wir müssen weit mehr als 10 Milliarden Kollisionen haben, um überhaupt ein interessantes Ereignis zu finden. Und eine Schwalbe macht ja noch keinen Sommer, das weiß ja jeder, man braucht viele Ereignisse. Das heißt, wir brauchen extrem viele Kollisionen, wir brauchen eine hohe Statistik, viele Kollisionen und wir brauchen viele Jahre der Datennahme. Und deswegen kriegt man auch diese grauen Haare. Es dauert halt alles länger. Aber ich kann Ihnen sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Aber Sie müssen diese Daten natürlich auch speichern. Sie müssen diese Daten analysieren. Und deswegen haben wir noch eine fünfte große Kollaboration, nämlich das World Wide Web. Das ist eine Riesenkollaboration über den ganzen Globus verteilt. Es sind, glaube ich, rund 180 Computerzentren über die ganze Welt verteilt, mit denen wir verbunden sind, wo wir unsere Daten speichern und auch analysieren. Und wenn Sie nur hier drauf schauen, die jährliche Datenmenge des LHC, die produziert wird, ist so viel wie 25.000 Jahre jährliche Buchproduktion. Das ist für die Fachleute, es ist mehr als 25 Petabyte. Es ist natürlich eine grandios große Menge, die Sie speichern müssen und auch ständig analysieren müssen. Das heißt, Sie brauchen diese Menge an Computerzentren über die ganze Welt verteilt. Und deswegen, und das ist unser sogenanntes Grid Computing, und das ist heute auch mit einer der treibenden Kräfte im Cloud Computing. Das ist ja auch so, Computing verteilt über die Welt. Der Unterschied bei uns ist, wir wissen, wo unsere Daten sind, wir wissen, wer sie benutzt. Im Cloud Computing ist alles so ein bisschen in den Wolken. So, haben wir jetzt eigentlich wirklich das Higgs-Teilchen gefunden, das so wichtig ist für die Massegebung der elementaren Teilchen? Hier habe ich jetzt nochmal dieses Diagramm ein bisschen anders. Die Erzeugungsrate von Higgs-Bosonen ist viel kleiner als die Gesamtrate, sind auch wieder 10, 12 Größenordnungen kleiner. Jetzt hat dieses Biest natürlich noch ein anderes Problem für uns. Wenn es allen elementaren Teilchen die Masse gibt quasi,
dann muss es ja mit allen Teilchen sprechen. Muss ja mit allen anderen Teilchen reagieren, es muss interagieren. Und in unserem Jargon heißt das, es kann in alle anderen bekannten fundamentalen Teilchen zerfallen. Das heißt, ich habe eine geringe Erzeugungsrate und ich habe gleichzeitig auch jede Menge unterschiedliche Erscheinungsbilder in diesem Experiment. Das Higgs-Boson kann einmal als vier Teilchen auftauchen. Es kann einmal als zwei Teilchen auftauchen. Es kann einmal als sechs, acht und immer unterschiedlich. Und Sie sehen, das sind nur ein paar Möglichkeiten des Zerfalls dieses Higgs-Teilchens. Wenn es also jetzt eine Masse zum Beispiel von 120 GeV hat, dann kann es in all diese Biester hier zerfallen. Und eine wichtige Zerfallsmöglichkeit, die man gut identifizieren kann, ist die, die ich Ihnen mit den blauen Spuren gezeigt habe. Zwei blaue Spuren hier, das sind zwei Myonen, machen ein Z, zwei blaue machen das zweite Z und zusammen gibt das dieses Higgs-Boson. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist der Zerfall in zwei Photonen, der ist auch sehr sauber, aber wie Sie sehen, sehr gering. Das heißt, Sie haben eine geringe Erzeugungsrate, eine große Möglichkeit der Erscheinungsbilder und pro Erscheinungsbild auch wieder eine kleine Rate. Das heißt, es ist nicht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, es ist die Suche nach der Nadel in vielen Heuhaufen. Das Problem ist, der Heuhaufen sieht auch aus wie Nadel. Es ist nicht trivial. Und wir hatten gedacht, es dauert viel länger. Aber es hat alles so hervorragend funktioniert. Wir haben es. Und das ist zum Beispiel diese Möglichkeit jetzt des Zerfalls in zwei Photonen. Das heißt, hier haben Sie wieder wie vorhin diese weißen Spuren, die Sie vorhin hatten. Die sind hier gelb jetzt. Und dann gibt es hier die zwei grünen, das sind zwei Lichtteilchen, zwei Photonen. Das ist nur für das Auge, das ist die strichige Linie, hier ist keine Spur vorher. Plötzlich weiter im Detektor fängt an, eine große Energiemenge da zu sein. Das ist das Zeichen für ein Photon. Und diese zwei Photonen zusammen, die können jetzt Untergrund sein aus anderen Reaktionen, aber sie könnten auch vom Higgs-Teilchen kommen. Wenn also kein Higgs-Teilchen da ist, dann kriege ich diese Biester auch. Aber dann ist das ein Untergrund, der wirklich ohne irgendwelche, was ist ein Bump? Ohne irgendwelche Struktur im wissenschaftlichen Bild erscheint. Das heißt, es wäre einfach nur das hier. Wenn jetzt aber da ein Higgs-Teilchen ist, dann muss es eine Struktur geben, eine Resonanz bei einer bestimmten Masse. Und hier ist es. Das ist es. Das war damals am 4. Juli 2012 das Signal in dem Zwei-Photon-Kanal in dem einen Experiment hier. Das andere Experiment hatte ähnliche Resultate und deswegen konnten wir auch wirklich sagen, wir hatten ein bemerkenswertes Jahr 2012. Wir hatten diese Entdeckung, hier sind die wissenschaftlichen Papiere im gleichen Journal und gleichzeitig, haben Sie vielleicht auch alle mitgekriegt, haben wir natürlich auch die Titelseiten von vielen Magazinen gemacht und ich zeige jetzt den Economist aus einem bestimmten Grund, weil er nämlich nicht von Teilchenphysik spricht, weil er nicht von Physik spricht, sondern weil er sagt, ein großer Schritt für die Wissenschaft. Und ich glaube, das muss sich auch immer wieder jeder vor Augen halten. Wir arbeiten alle in der Wissenschaft und wir sollten die einzelnen Felder nicht allzu sehr rausschreiben. Das war ein Riesenschritt vorwärts für die Wissenschaft an sich und auch für die Wahrnehmung der Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Wer diese Ausgabe des Economist noch kriegen kann, ich kann Ihnen den Leitartikel nur empfehlen, der könnte fast vom Physiker geschrieben sein, also das ist wirklich, ich fand ihn gut. Es entwickelt sich so ein Signal natürlich nicht von heute auf morgen, das geht nicht über Nacht. Es braucht Jahre und ich wollte Ihnen mal zeigen, wie sich das entwickelt hat über 12 Monate. Es ist jetzt kriegen Sie einen Schock. Es ist ein relativ schwieriges Diagramm, aber im Prinzip einfach zu interpretieren. Das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass es keine statistische Fluktuation ist. Je geringer die Wahrscheinlichkeit, dass es eine statistische Fluktuation ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es ein richtiges Signal ist.
Das ist hier die Wahrscheinlichkeit. Und hier ist es ausgedrückt in normierten Fehlergrößen. Wir reden immer von Entdeckung ab 5 Sigma. Entdeckung ab 5 Sigma ist eben eine Wahrscheinlichkeit von weit weniger als 1 Million, dass es eine Fluktuation ist. So, wenn Sie jetzt diesen Massenbereich der Möglichkeit des Higgs-Boson angucken, dann war im Juli 2011 hier überall eine Fluktuation. Okay, bis auf hier war es ein bisschen stärker. Und alles, was an die 3 Sigma rangeht, das ist schon eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit ist, macht die Leute schon nervös. Da könnte ja was sein. Im Dezember 2011 war das überall hier ziemlich glatt, überhaupt keine, alles, die Wahrscheinlichkeit ist eine Fluktuation, es ist keine Fluktuation, es ist, warum habe ich es jetzt gesagt, also hier sind keine Fluktuationen, hier ist alles glatt. Und hier ist was, was jetzt schon 3,5 Sigma ist, an einer Stelle. Das sah schon nicht schlecht aus. Aber es war immerhin erstmal noch eine Indikation. Dann wurden die Daten weiter ausgewertet, dann ging das Signal im Frühling 2012 wieder ein bisschen zurück. Das ist übrigens auch eine Botschaft an die jungen Leute. Es geht nicht, es darf nicht immer alles nur in die eine Richtung gehen. Es muss auch mal in die andere Richtung gehen ein bisschen, gerade wenn Sie viele Messungen machen. Das heißt, wenn alles immer nur in die gleiche Richtung geht, dann ist irgendwas ein bisschen faul. Das war hier nicht der Fall. Und dann kam es natürlich im Juli 2012, hier haben wir es. Überall flach, keine Fluktuation, nichts, alles verträglich mit Untergrund. Und hier an dieser Stelle, da kommt das Signal. Bei 125 oder 126 GV. Da konnten wir sagen, wir haben uns entdeckt. Und es haben beide Experimente unabhängig, haben jeweils mehr als 5 Sigma gehabt. Zur Veröffentlichung dann war es schon auf 6 Sigma. Und ich muss sagen, das ist ein Lehrbuchplot. Wie sich das über 12 Monate hin entwickelt hat, da können Sie sich vorstellen, dass die Physiker immer nervöser wurden. Also positiv nervös. Und es ist auch klasse. Es gibt schlechtere Zeiten, Generaldirektor zu sein, kann ich auch sagen. Vor allem, weil man ja weiß, was das eine Experiment hat und wenn man weiß, was das andere Experiment hat und dann kann man es dann weiß man, okay, wir können wirklich ein Seminar machen. Wir haben jetzt diese Theoretiker, die ganze Theorie vor 50 Jahren aufgestellt haben, die haben wir nicht eingeladen, wir haben ihnen nur gesagt, da ist ein Seminar. Und manche haben sofort zugesagt und der Peter Higgs, der hat nachgefragt, lohnt sich das zu kommen? Da ist er schließlich auch schon über 80. Und die Antwort, die wir gegeben haben, er würde wahrscheinlich es bereuen, wenn er nicht kommen würde. Aber wir konnten nicht explizit einladen, weil wir zu dem Zeitpunkt, als wir das Seminar festgelegt haben, auch noch nicht raus konnten, damit das da wirklich was kommen würde. Ja, und jetzt ist die Frage, ist dieses Tankchen jetzt wirklich ein Higgs-Boson? Und dazu haben die Experimente die 2 Fingerabdrücke, die ganz wichtig sind, sich nochmal genau angeguckt. Der eine Fingerabdruck ist natürlich der hier, dass dieses Teilchen muss ja, wie ich schon sagte, mit allen anderen Teilchen reden. Das heißt, es muss aber mit den schweren Teilchen, mit dem Top-Quark, WLZ-Boson, mit denen muss es natürlich mehr reden. Das heißt, es muss weit stärker mit denen wechselwirken, als zum Beispiel mit den leichten Teilchen. Und Sie sehen, das ist was, wie es wechselwirken sollte, die gestrichene Linie. Und Sie sehen, hier ist weniger Wechselwirkung, hier ist mehr. Das heißt, es macht genau das, es redet mit diesen anderen Teilchen entsprechend der Masse. Das ist schon mal der eine ganz wichtige Fingerabdruck. Und der andere ist der, ist es denn unabhängig von der Richtung? Ist es wirklich ein skalares Feld, was ich vorhin gesagt hatte, dass es ein Skalar sein muss, dass es keine ausgezeichnete Richtung haben darf? Die Antwort ist ja. Es hat ein Spin 0. Spin 0 heißt, es ist eine Zahl, es ist ein Skalar. Das ist ein wirklich repräsentativer Fingerabdruck, dieses Teilchen. Das heißt, die Antwort ist ja, es ist ein Teilchen, ein Higgs-Boson. Und es komplettiert das Standardmodell und auf diese Weise können wir jetzt ungefähr 5% das sichtbare Universum beschreiben. Das Nobelkomitee hat es auch erkannt, da muss es ja richtig sein. François Englert und Peter Higgs haben den Nobelpreis gekriegt. CERN hat ihn nicht erhalten, das ist aber auch nicht so schlimm. Aber wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin und das ist das Grüne hier, weil die haben auch ihren Preis erst deswegen gekriegt, weil die Theorie bestätigt wurde durch die Entdeckung des fundamentalen Teilchens durch ATLAS und CMS am Large Hadron Collider und CERN. Und das ist eben diese gemeinschaftliche Arbeit auch zwischen Theorie und Experiment, die das ermöglicht. 1964 haben die beiden unabhängig voneinander ihr Papier geschrieben.
François Englert zusammen mit Robert Braut, der allerdings vor ein paar Jahren leider verstorben ist. Und das erste Mal, dass die zwei sich getroffen haben, war am 4. Juli 2012. Es hat 48 Jahre gebraucht, bis sich zwei Physiker getroffen haben. Das konnte ich mir nicht vorstellen in der Feinphysik, dass das geht. Jetzt treffen sie sich häufiger. Wir haben also vier Hauptresultate von LHC-RAN 1. Wir haben das Standardmodell konsolidiert. Es arbeitet wirklich sehr gut. Wir haben es komplettiert mit dem Higgs-Boson. Wir haben die heiße, dichte Materie, das konnte ich jetzt nicht zeigen, untersucht. Wir haben hier wirklich weit neue Erkenntnisse erhalten. Wir haben bisher noch keine Evidenz für neue Physik über das Standardmodell hinaus. Das heißt, in die 95% des dunklen Universums oder die Antimaterie-Eigenschaften hinein. Im Moment sind die Beschleunigungen und Experimente in dem ersten langen Shutdown. Immer nach 3 Jahren ununterbrochenen Runnings müssen sie die Biester wieder aufmöbeln. Und die Gegenwart ist, dass wir eben jetzt die Datennahme in der letzten 3 Jahre bei etwa der halben Energie, die wir gelaufen sind, haben wir abgeschlossen. Die Datenauswertung ist nach wie vor natürlich in vollem Gang, sowas machen wir auch nicht von heute auf morgen. LHC und alle anderen Beschleuniger am CERN werden dieses Jahr überholt und verbessert. Wir fangen jetzt gerade wieder an, die ganzen Anlagen langsam anlaufen zu lassen. Aber insbesondere haben wir alle Hochstromverbindungen am LHC verstärkt. Ich hatte Ihnen ja diese zwei Leitungen gezeigt, über die dann im Endausbau 13.000 Ampere laufen müssen. Davon haben wir 10.000 Biester. 10.000 dieser Verbindungen und wir mussten 30% mussten wir neu machen, um sicher zu sein, dass die Maschine für die nächsten 20 Jahre auch sicher läuft. Das heißt, wir haben jede Menge neue Arbeiten gemacht. Wir haben 15 Magnete ausgetauscht. Wir haben riesen Sicherheitsventile eingebaut. Wir haben aber insbesondere 3.000 der 10.000 Verbindungen neu gemacht und auch alle 10.000 stabilisiert und so weiter, neue Elektronik eingebaut. Das heißt, wir laufen nächstes Jahr im Wesentlichen mit einer neuen Maschine an. Aber wir kommen dann eben praktisch fast zur vollen Energie. Also es war eine Riesenarbeit hier, nicht nur von CERNianern, sondern eben auch für vielen Instituten von außerhalb von CERN. Wir werden im Frühjahr 2015 wieder anlaufen, bei knapp der Designenergie von 13 TeV. Und dann irgendwann werden wir auf die volle Energie für den Design 14 TeV gehen. Und dann öffnet sich natürlich ein neues Fenster. Und dazu muss ich ja nochmal sagen, dieses Higgs-Boson, und das bringt mich in die Zukunft, dieses Higgs-Boson ist was ganz Besonderes, denn alle Materieteilchen sind sogenannte Fermionen. Die haben einen Eigendrehimpuls, der ausgedrückt wird als Spin-1/2. Alle Kraftteilchen haben Spin-1. Und alle diese Teilchen haben einen Eigendrehimpuls. Das einzige Teilchen, elementare Teilchen, was keinen Drehimpuls hat, was Spin-0 ist, ein Skalar ist das Higgs. Das Higgs ist also völlig anders als die anderen Teilchen. Und es ist der erste fundamentale Skalar, den wir je entdeckt haben. Das ist was ganz was Neues. Und das kann ein neues Fenster aufmachen. Das Higgs-Feld sollte zum Beispiel ja überall im Universum sein. Überall kriegen die Teilchen ja die gleiche Masse. Kann das eventuell erste Hinweise auch auf das Verhalten der dunklen Energie geben? Denn auch die dunkle Energie ist überall, hat keine ausgezeichnete Richtung. Das heißt, auch ein Skalarfeld. Und warum sollte das Higgs-Teilchen das einzige Teilchen seiner Art sein, als fundamentaler Skalar? Und der LHC kann eben nach diesen Skalaren suchen und sie dann auch untersuchen. Und das Higgs-Teilchen werden wir jetzt untersuchen. Denn, was ich auch immer unseren Experimentatoren sage, die Entdeckung war einfach. Jetzt fängt die Arbeit an. Die nächsten Schritte ist es ein Higgs-Boson? Oder sind es mehrere? Oder gibt es mehrere? Das Standardmodell verlangt genau eines. Und beschreibt auch genau seine Eigenschaften. Aber viele Theorien, die über dieses Standardmodell hinausgehen, die wollen mehr Higgs-Bosonen als eines. Ich vergleiche es immer mit Zwillingen. Sie kennen jemanden, einen Zwilling, das einer von zwei Zwillingen. Ja, sind zwei, ist klar. Aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und die sehen völlig identisch aus. Der einzige Unterschied, den sie haben, einer der beiden
spricht ein Wort ein kleines bisschen anders aus als der andere. Das Problem ist, die reden kaum. So, jetzt müssen Sie also gucken, welches von diesen Mixpologen haben Sie eigentlich? Dazu müssen Sie das bis zum Reden bringen. Und Sie müssen dieses bestimmte Wort hören. Das heißt, es kann Jahre dauern, bis Sie herausfinden, ob das Biest alleine ist oder ob es Brüder und Schwestern hat. Das heißt jetzt nicht zwei Hilfspersonen, die zwei habe ich nie gebracht, weil das Beispiel immer einfacher ist. Das heißt, ist es das Higgs-Boson, bestandene, oder ist es eines von mehreren aus einer Familie? Und die Untersuchung seiner Eigenschaften können Informationen über die dunkle Materie liefern, indirekt. Denn jede Abweichung der Vorhersagen vom Standardmodell könnte verursacht sein von Teilchen der dunklen Materie. Und vielleicht, das ist jetzt ein großer Spagat, können die Eigenschaften eben bei erster Hinweise auf das dunkle Verhalten der dunklen Energie geben. Also, es ist toll. Die letzten 50 Jahre, es hat 50 Jahre gedauert, haben Präzisionsstudien, das Standardmodell, haben Präzisionsstudien von 5%, 4-5% unseres Universums dominiert. Und es war die Entdeckung des Standardmodells. Der LHC hat jetzt 3 Jahre fantastische Daten geliefert, die Exponente haben hervorragend gearbeitet. Und wir haben eine bahnbrechende Entdeckung. Wir sind meiner Ansicht nach jetzt gerade an der Schwelle, um die restlichen 95% des Universums anzufangen, zu erforschen. Und ich muss sagen, das sind fantastische Aussichten im dunklen Universum. Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich denke, Sie haben es wunderbar geschafft, rüberzubringen, welche Faszination in dieser Teilchenphysik steckt, in diesen fundamentalen Fragen, wie viel Spaß es macht, daran zu arbeiten und auch, was für ein Privileg es ist, seinen Lebensunterhalt mit so einer angenehmen Tätigkeit zu verbringen. Ja, fragen Sie mal meine Frau. Wir haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen jetzt. Der Saal ist sehr groß. Wenn Sie eine Frage haben, bitte melden Sie sich. Wir haben Mitarbeiterinnen unseres Instituts mit Mikrofonen auf allen Ebenen. Und warten Sie, bis jemand rein ist, damit wir alle die Fragen dann haben. Also keine Scheu, es gibt keine dummen Fragen. Da hinten im Parterre, damit wir die erste Frage. Okay. Was macht Sie sicher, dass Sie mit dem 14 TeV jetzt was anderes sehen oder mehr sehen als mit dem 8 TeV? Wie sind da die Vorhersagen? Brauchen Sie vielleicht nicht 50% mehr, sondern die zehnfache Energie, um wirklich was Interessantes zu finden? Oder ist das einfach das, was die Ingenieurtechnik im Moment leisten kann? Das ist das, was wir jetzt können. Mehr können wir nicht, das ist das Design. Da sind wir mit den 27 Kilometern limitiert. Wenn ich sicher wäre, wäre es ja eigentlich keine Grundlagenforschung mehr. Aber Vorhersagen? Es gibt jede Menge Vorhersagen. Jetzt habe ich wieder ein Problem mit meinen Theoriekollegen. Die machen viele Vorhersagen. Und nicht alles stimmt. Aber alles ist interessant und führt natürlich in gewisse Richtungen. Durch die Entdeckung des Higgs-Teilchens haben jetzt etliche Theoretiker umschwenken müssen, nämlich die kein Higgs-Teilchen vorhergesagt haben in ihren Theorien. Das ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist, was können wir machen? Was können wir hoffen? Wir können nur versprechen, dass wir das Beste daraus machen. Und es wird ein neues Fenster öffnen. Wir können zumindest, das ist auch so eine Frage, wenn wir nur Grenzen setzen, ja, dann heißt es ja wieder nichts gefunden. Aber selbst wenn Sie Grenzen für neue Ideen setzen, dann bringt das ja auch schon
die Wissenschaft weiter, weil sie wissen, bis dahin ist nichts dieser Art, was vorhergesagt wurde. Versprechen können wir nichts. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, auch Generaldirektoren haben ihre Träume. Und vielleicht finden wir ja die ersten Teilchen der Supersymmetrie, die mit verantwortlich für die dunkle Materie sein können. Ich weiß es nicht. In der Mitte der, also wenn die Leute, die sagen wollen, die sollten ruhig den Arm oben halten, so schwätzt das nicht. Ja, schönen guten Abend. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann erlaube ich mir Ihnen jetzt mal eine richtige Laienfrage zu stellen. Also die Physiker, die sprechen oft von Materie und Antimaterie. Als ich das erste Mal in meinem Leben gehört habe, da habe ich gesagt, was kann denn Antimaterie sein? Denn Materie ist das, was da ist, das andere wäre dann eigentlich gar nicht da. Oder ist, meinen Sie, wenn Sie von Antimaterie sprechen, nur eine Art andere Materie? Dankeschön. Antimaterie ist da, wenn sie sich nicht zufällig zusammentut mit Materie, denn dann sind beide nicht mehr da, dann ist nur noch Energie da. Wie gesagt, wenn Sie ein Elektron erzeugen mit Lichtteilchen, dann erzeugen Sie auch, also mit Energie, dann erzeugen Sie auch grundsätzlich sein Antiteilchen, das Positron. Nur dieses Positron, wenn es nicht im Vakuum ist, dann trifft es sofort wieder auf ein Materieteilchen, sei es in der Luft, sei es in was anderem, und ist sofort wieder in Energie. Denn das Elektron, das lebt weiter. Es bleibt. Und ist es auch wieder vielleicht ein Antiteilchen trifft. Und deswegen ist es ja so schwer, Antimaterie zu erzeugen. Also es ist nicht schwer, Antiteilchen zu erzeugen, es ist aber schwer, Antimaterie zu erzeugen. Das heißt, Sie müssen, um ein Anti-Wasserstoffatom zum Beispiel zu erzeugen, brauchen Sie Antiprotonen und Antielektronen, Positronen. Können Sie beide relativ leicht erzeugen. Dann müssen Sie die beiden aber zusammenbringen und die müssen sich finden. Und dann sind Sie neutral. Ja? Vorher sind Sie positiv oder negativ geladen, dann sind Sie neutral. Ein neutrales Teilchen wegzuhalten von jeglicher anderen Materie ist extrem schwierig. Und deswegen auch nur diese Viertelstunde Haltbarkeit und mittlerweile auch bei ein paar tausend Atomen. Das heißt, man kann jetzt schon anfangen, Messer zu machen. Die paar tausend sind nichts, aber es ist ein riesen Fortschritt. Es sind echte Teilchen. Ja? Und wie gesagt, im PET-Scan, Positron-Emissionstomographie, benutzen Sie genau den Beta-Plus-Zerfall, sprich den zerfallenden Positron. Und diese Positronen, die vernichten sich dann, wenn sie auf die Materie im Tumor treffen, und dann entstehen zwei Lichtteilchen. Und diese zwei Lichtteilchen, die weisen sie nach und gucken sie, wo trafen diese, von wo kommen die, und dann wissen sie, wo der Tumor sitzt. Genau, das können wir alles vermessen. Das sind echte Teilchen. So, die Frage von der linken Seite ungefähr. Sie dürfen nachher ruhig auch von oben fragen. Wir haben auch dort Mitarbeiter, die Mikrofone zu Ihnen. Hallo? Ja. Meine Frage ist, Sie hatten ja gesagt, die Higgs-Teilchen sind quasi die Selbstkommunikation mit dem Feld. Das heißt, könnte es nicht vielleicht auch sein, weil es ist komplett ausgeschlossen, dass die Higgs-Teilchen schon die dunkle Materie an sich sind, ja, dadurch, dass sie entstehen und wieder vernichtet werden? Das ist völlig ausgeschlossen. Warum? Weil diese dunklen Materieteilchen stabil sein müssen. Die müssen im Wesentlichen stabil sein, sonst können sie die nicht im Weltall haben. Wenn die Higgs-Teilchen, die leben 10 hoch minus 20 oder 10 hoch minus 22, so was. 10 hoch minus 20 Sekunden. Weg. Das ist ausgeschlossen. Und dann die Theoretiker werden Ihnen auch noch sagen, das Higgs-Teilchen ist ja ein Teilchen des Standardmodells und das Standardmodell kennt nichts von der dunklen Materie. Aber das ist eine Theorie-Antwort. Okay, also ich komme gut aus mit unseren theoretischen Fragen, aber manchmal muss man halt so. Nein, nein, sind wir nicht auf die Stabilität. Da oben auf der rechten Seite im ersten Rang. Nachher ist hier unten noch ein junger Mann. Hier oben. Ja. Sie hatten das erläutert, dass das halt kein Vektor ist, sondern Skalar. Ja. Das kann ich soweit nachvollziehen. Meine Frage ist jetzt, woran konnten Sie das festmachen, dass dieses Higgs-Boson keinen Spin hat und somit
unterscheidet es sich ja doch ganz elementar von allen anderen Teilchen, die wir bis jetzt kennen. Die Unterschiede können Sie in dem Winkel verteilen. Also wenn so ein Teilchen zerfällt, dann zerfällt es zum Teil in ausgezeichnete Richtung. Haben die Teilchen in diesem Zerfällt eine bestimmte Verteilung, eine Winkelverteilung im Schwerpunktsystem das des zerfallenden Teilchens. Und die ist völlig unterschiedlich, wenn es ein Skalar ist oder ein Vektor oder ein Tensor. Und aus diesen Verteilungen können Sie das entnehmen. Zusätzlich können Sie es entnehmen, wenn das Teilchen zum Beispiel in zwei Photonen zerfällt, dann muss es auch, darf es nicht Spin 1 haben. Zum Beispiel fällt der Vektor schon weg, außer es gibt, glaube ich, noch ganz spezielle Theorien, die selbst das erlauben. Aber normalerweise geht es nicht. Ja. Das ist also Winkelverteilung und auch die Art, in wie viel Teilchen sich zum Beispiel zerfällt. Hier war irgendwie so ein junger Mann. Moment. Hallo. Ich habe eine Frage. Also Sie hatten vorhin so eine Abbildung, wo zwei Protonen aufeinander geprallt sind und dann zwei Photonen abgestrahlt haben. Oder ja, so was Ähnliches. Auf jeden Fall waren da, während in dieser Abbildung waren noch so kleinere, ich weiß nicht, was das ist, Elemente oder so, die auch abgestrahlt wurden. Aber darauf sind Sie jetzt nicht eingegangen. Diese kleinen weißen Fäden. Ah, die kleinen weißen Fäden. Ja. Wenn zwei Protonen aufeinander knallen, dann entstehen in der Regel aus dieser Energie oder Energiedichte sehr viele Teilchen, unterschiedliche Teilchen. Die meisten interessieren Sie eigentlich nicht. Nehmen wir mal die gelben statt den, denn das kommt früher. Die gelben. Nehmen wir mal die gelben statt den weißen, das ist nämlich identisch. Hier an dieser Stelle ist die Kollision passiert. Und dann entstehen da jede Menge andere Teilchen, die uns aber in diesem Fall nicht interessieren. Das untersucht man natürlich dieses Bild. Aber diese Teilchen, die interessieren nicht. Dann interessieren sie diese beiden. Das heißt, Sie können aus der Untersuchung dieser Bilder entscheiden, welche dieser Teilchen interessieren mich und welche sind uninteressant für die Forschung, die ich gerade mache. Ist das jetzt einigermaßen klar? Er möchte noch mal was sagen. Nein, nur weiterreden, er macht es dann. Okay, Sie hatten auch vorhin das Beispiel mit der Schnake gebracht. Wenn zwei Schnaken aufeinander fliegen... Sie sind Schwabe? Denn Schnaken sind eigentlich nur... Ja, ich bin ja Schwabe, ich kenne auch Schnake. Aber in den anderen Teilen Deutschlands kennt man Schnaken nicht so, aber okay. Okay. Nicht? Okay. Ja, auf jeden Fall, wenn die aufeinandertreffen, könnte man dieses Beispiel. Das ist ja so, aber bei Schnaken, die werden dann ja zerfetzt sozusagen. Das ist bei jetzt Protonen. Die werden zerfetzt. Ja, aber bei Protonen, warum kann man nicht sagen, dass da jetzt auch was verloren geht oder was man jetzt nicht messen kann? Oder beim Aufprall sozusagen kaputt geht. Das ist es im Wesentlichen, was verloren geht, sozusagen. Das, was uns nicht interessiert, ist das. Okay, gut, ja. Die werden, natürlich werden die Protonen völlig zerfetzt. Klar. Ja, Sie hatten ja... Also ich würde gerne wissen, wo... Also, ich gehe mal davon aus, dass die Geschwindigkeiten, mit der sozusagen das Elektron oder die Proton beschleunigt werden, ziemlich hoch sind, also auch in der Nähe, der Lichtgeschwindigkeit. Und ich meine, es gibt ja diese Effekte, also diese Effekte von Albert Einstein, die der allgemeinen und der relativen Relativitätstheorie speziell, und müsste man dann nicht irgendwie ein bisschen ungenaue Ergebnisse haben, durch diese ganzen Effekte, also Zeitdilatation und bla und so weiter. Okay, also sowas, ja. Es ist wegen der Relativitätstheorie auch nicht der Geschwindigkeitszuwachs, der zählt, denn Sie kommen ja nie bis an die Lichtgeschwindigkeit ran. Der Zuwachs zählt nicht. Das Ziel ist der Massezuwachs aufgrund der Relativität. Der Massezuwachs, das heißt der Energiezuwachs. Energie ist ja gleich Masse. Der Energiezuwachs, der Massezuwachs, der Proton, das macht das aus. Und jede Messung beeinflusst natürlich auch den Prozess ein bisschen, aber an der Stelle sind wir noch nicht.
So weit brauchen müssen wir noch nicht gehen. Aber die Relativität stimmt insofern schon. Das Mikrofon geht wieder nach links. Am Ende der Reihe, von links. Hallo. Ich habe mich gefragt, was sagt man Menschen, die sagen, dass CERN erschafft schwarze Löcher und saugt die Welt dann auf? Oder? Ja, nachdem Sie sich das gefragt haben, können wir vielleicht auch beantworten. Nein. Wenn man Grundlagenforschung macht, dann betritt man hier grundsätzlich Neuland, denn das ist ja Grundlagenforschung. Man kann aber, und man muss deswegen auch diese Fragen ganz ernst nehmen. Irgendjemand hat einen Wecker an. Man kann aber aus den Prozessen, die man schon kennt, zum Beispiel die Prozesse, die das Universum seit 14 Milliarden Jahren durchspielt oder durchmacht, kann man Rückschlüsse ziehen darauf, dass das, was wir am LHC machen, nichts anderes ist als das, was das Universum seit 14 Milliarden Jahren schon macht, bei weit höherer Energie und schon bei weit mehr integriert, bei weit mehr Stößen. Und wir existieren immer noch. Das ist eine ganz kurze Erklärung in der Hinsicht. Es gibt lange Abhandlungen von der Theorie her auch und von den ganzen Messungen zusammengenommen. Es gibt 100 Seiten Papier. Aber in der Nutshell, in der Nussschale, ist das die Antwort. Eine Frage in der Mitte, im ersten Rang. Ja, hallo. Was ist der limitierende Faktor, um höhere Energien zu erreichen oder die Experimente weiterzutreiben? Ist es die IT, die Ableitung der Daten, dass ich die irgendwo speichern muss? Ich hatte die ersten paar Worte nicht verstanden. Was ist der limitierende Faktor, um die Experimente in den höheren Energiebereich mit mehr Daten vielleicht zu kriegen? Ist es die IT, um die Daten wegzuschreiben? Ist es die Magnetfeldstärke? Ja, die Magnetfeldstärke. Ist es limitiert durch Ingenieurskunst oder durch Geld? Also wir sind an der Entwicklung modernerer, neuerer, also als der LHC das erste Mal auf den Tisch kam, gab es die Magnete, wie sie jetzt im Tunnel sind, noch nicht. Die mussten erst entwickelt werden. Das hat so rund 10 Jahre gedauert, die dann baureif waren. Wir haben jetzt natürlich schon, wir überlegen uns Pläne für Weiterentwicklung solcher Magnete, das können sie weitertreiben. Wird natürlich immer schwieriger, sie müssen dann auch zu den sogenannten Hochtemperatur-Superleitern übergehen zum Teil. Diese Materialien sind nun leider sehr spröde. Das sind also sehr schwer in Magneten zu verarbeiten, aber da sind wir dran. Wir sind jetzt schon, die Magnete, die im LHC sind, die haben 7 Tesla. Wir sind jetzt schon bei 11 Tesla. Das heißt, wir treiben die Magnettechnologie voran. Gleichzeitig überlegen wir natürlich auch ein bisschen größeren Tunnel in den Weltraum. Die Schweizer wissen, wie man solche Tunnel baut, das ist überhaupt kein Problem. Diese Projekte brauchen, LHC zum Beispiel, es brauchte zwischen der ersten Vorlage der Idee bis zu den ersten Daten, brauchte es 25 Jahre. Das heißt, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich diese Überlegungen anzustellen. Und eben auch neue Technologien so weiterzuentwickeln. Und das bringt auch eben andere Dinge voran. Aber sie sind im Prinzip beides. Sie brauchen ein bisschen Geld und sie brauchen eben die richtige Technologie. Aber sie brauchen auch die Firmen, die das machen können. Und es gibt immer weniger. Und gerade die Hochtechnologiefirmen, die gibt es immer weniger. Und das ist etwas, das ist ein Markt, glaube ich, den man sich mal merken sollte. Gerade diese Hochtechnologie, das bringt uns voran. Und wenn Sie dann nur noch von einer Firma abhängig sind, dann brauchen Sie noch mehr Geld. Eine Frage hier vorne. Ich würde mich bedanken für Ihre sehr plastische Darstellungsweise, die wirklich sehr beeindruckend und manchmal auch erkenntnisreich, selbst für mich als Laien sind. Ich würde gerne nochmal auf dieses eine Bild zurückkommen, was Sie gezeigt hatten mit dieser den Ursprung des Universums zeitlich und wo sie dann anschaulich gemacht hatten, da gibt es wie eine Mauer, eine Suppe, aus der kein Teilchen entkommen konnte und dass wir nicht hineinschauen können.
Könnten Sie nochmal dazu etwas sagen, wie weit man denn jetzt eigentlich zurückschauen kann? Ja, bis zu 380.000. Und was jetzt Ihre Forschung oder bringt das? Wir gehen näher ran. Die 380.000 sind nur, wenn Sie wirklich in die Historie gucken, mit Lichtteilchen. Dann ist die Wand bei 380.000 Jahren. Da kommen Sie nicht durch. Ja? Wir gucken ja nicht in die Historie, sondern wir reproduzieren, wir stellen diese Bedingungen her in einer Kollision. Und da kommen wir sehr viel näher ran. Also Sie modellieren. Ja, modellieren ist mir zu IT-mäßig. Wir reproduzieren. Und schließen daraus, dass es dann so gewesen sein wird. Ja, wir sehen ja die Prozesse. Und wir wissen ja, welche Energie nötig ist, um diese Auflösung zu erreichen und diese zeitliche Auflösung zu erreichen. Und wie weit kommen Sie dann, um in dem Bild zu sein? Eine Millionstel einer Millionstel Sekunde. Eine Million, da ist wieder der Wecker an. Eine Millionstel einer Millionstel Sekunde nach dem Urknall. 10 hoch minus 12 Sekunden. Das ist der Energiebereich, an den wir kommen. Und ist das, wenn man dann noch weiterkommt, wofür ist das dann interessant? Das Blöde ist, das Universum hat sich extrem entwickelt in diesen ersten Millionen. Da hat sich fast alles abgespielt. Das heißt, wir müssen zurückextrapolieren über diese kurze Zeitspanne, in der sich im Wesentlichen alles abgespielt hat. Das ist das Problem. Je näher Sie rankommen, desto mehr können Sie dem der Extrapolation trauen zum Urteil. Wir reden von Sekunden und wir sprechen von 10 hoch minus hohe Zahl Sekunden. Sekunde ist ja aus unserem praktischen Lebensbereich, können wir uns gut vorstellen. Woher stammt das Vertrauen, diesen Zeitbegriff aus dem praktischen Leben in solche Dimensionen zu transportieren? Also ich habe schon lieber einen praktischen Zeitbegriff als einen, den ich mir noch weniger vorstellen kann. Aber nehmen Sie doch mal den Sport auch her. Vor 20, 30 Jahren haben Sie die unterschieden, wenn Sie in der gleichen Sekunde, nicht mehr in der gleichen Sekunde waren. Dann kamen die Zehntelsekunden, dann kamen die Hundertstelsekunden. Jetzt unterscheiden Sie ja schon Sieger und Zweiten mit der Tausendstelsekunde. Können Sie sich das im Sport vorstellen, was eine Tausendstelsekunde ausmacht, wenn beim Langlauf? Auch der Meterbegriff, wir reden hier von 10 hoch minus 12 oder 10 hoch minus 16 Zentimeter. Das ist nun mal eine definierte Längenskala und die Vorstellung, was 10 hoch minus 12 Zentimeter sind, die habe ich auch nicht. Das ist extrem klein, aber es ist natürlich eine Zahl, mit der Sie rechnen können. Und Sie haben die Dimension wie eine normale Längenskala oder die Sekunde wie eine normale Zeitskala. Ich meine, wir können doch nicht einfach für jede Forschung wieder andere oder Forschungsbereiche wieder andere Einheiten erfinden. Sie müssen schon die Einheiten nehmen, die Sie auch sonst nehmen. Und nur dann können Sie auch ein bisschen versuchen, den Bezug zum normalen Leben herzustellen. Ich habe dann die Praktikabilität macht spannend. Wie? Praktikabilität. Man kann damit rechnen. Ah ja, rechnen kann man damit. Ja. Rechnen können Sie mit allen diesen kleinen oder großen Größen. Das Problem ist die Vorstellungskraft. Das ist das Schwierige. Ich behaupte auch nicht, dass ich mir das alles vorstellen kann. Es gibt eine Frage im zweiten Rang und ich muss mich entschuldigen, es ist sehr dunkel dort oben. Vielleicht habe ich Sie schon ganz lange nicht gesehen. Hat sich erlebt. Ja, in der Mitte vom zweiten Rang. Da oben in der Mitte rechts. Hallo? Ja. Sie sind ja der Generaldirektor, wenn ich das richtig gesehen habe, vom ganzen CERN. Und jetzt haben Sie sehr viel über das LHC gesprochen. Würde mich interessieren, gibt es denn am CERN auch noch andere Experimente, die vielleicht auch interessant sind, abseits vom LHC? Oder bevor Sie jetzt irgendwie 100 Stück sagen, vielleicht die interessantesten ein oder zwei. Also ich habe mich entschlossen, mich im Wesentlichen auf den LHC zu beschränken, weil ich nicht wollte, dass Sie aufs Abendessen verzichten müssen. Es gibt jede Menge extrem interessanter
Experimente am CERN. Eine Experimentserie wurde ja schon genannt, nämlich die Erzeugung von Antiwasserstoff. Wir sind das einzige Labor auf der Welt, das Antiwasserstoff erzeugt und auch für im Moment 15 Minuten halten kann. Und dann können Sie nämlich den Antiwasserstoff auch untersuchen und gucken, hat er die gleichen Eigenschaften wie der Wasserstoff? Ja? Oder unterscheidet er sie? Wiegt das Antiproton zum Beispiel genauso viel wie das Proton? Und all diese Dinge, das können wir untersuchen. Das ist eine Anlage, die wir gerade auch erweitern. Da haben wir, glaube ich, 5 Experimente dran. Dann gibt es einen ganzen Experimentekomplex, der sich anguckt, Isotope, Radioisotope. Wir können ein Riesenspektrum an unterschiedlichen Radioisotopen herstellen. Da können Sie Medizinuntersuchungen machen, Festkörperuntersuchungen. Der Präsident, habe ich gerade gelernt vorhin, der Präsident der Universität hat am CERN geforscht, gerade bei Isolde, bei dieser Anlage. Wir machen jetzt höhere Energie und höhere Intensität. Müssen Sie sich angucken. Und auch die Prozesse, die zum Teil für die Sternbildung verantwortlich sind, kann man da auch untersuchen. Wir haben ein Experiment, was sich insbesondere anguckt, wie beeinflusst eigentlich die Höhenstrahlung die Wolkenbildung? Wir simulieren die Höhenstrahlung durch Teilchen aus dem Beschleuniger und haben dann ein Experiment, das die Atmosphäre simuliert sozusagen, aber wir können eben alle Spurelemente genau gezielt zugeben oder weglassen. Wenn Sie Wolkenbildung in Natura angucken, dann haben Sie einen Parameterraum, einen riesen Parameterraum, Temperatur, Spurelemente, alles mögliche, Druckunterschiede. Das können wir alles regulieren und dann können wir gucken, wie beeinflusst eigentlich Spurenelemente über die Höhenstrahlung die Wolkenbildung. Da kommt jetzt demnächst ein neues Papier raus. Das ist sehr interessant, vor allem für die Klimaforschung, denn die davon ausgehen, dass das nicht menschlich gemacht ist, die benutzen unsere Messungen, um es zu beweisen. Die davon ausgehen, dass es menschlich gemacht ist, die benutzen unsere Messungen, um es zu beweisen. Es ist ein sehr interessantes Gebiet, wo man sich nur unbeliebt machen kann. Aber es ist extrem interessant, weil es nämlich genau den einen wichtigen Parameter, nämlich den Einfluss der Höhenstrahlung, festlegt. Man könnte eben auch bessere Modelle bilden. Also das war jetzt ein Spektrum von 3 Beispielen. Herr Heuer hat schon elegant das Thema Abendessen erwähnt. Ich würde vorschlagen, dass wir noch 3 Fragen nehmen und dann zum Ende kommen. Ich sehe eine Frage im ersten Rang oben links. Das geht ganz rüber leider. Okay, dann nehmen wir zuerst hier unten im Parkett. Kannst du trotzdem schon mal rüberlaufen? Wie erreicht man dunkle Materie oder dunkle Energie, wenn diese nur über Gravitation wechselwirkt, mit sichtbarer Materie? Ich habe sie so gesucht, jetzt habe ich sie gefunden. Können Sie nochmal wiederholen? Aufstehen? Nochmal. Nein. Nochmal wiederholen. Nein. Ich habe ihn schon gesehen jetzt, aber Entschuldigung. Wie erreicht man dunkle Materie oder dunkle Energie, wenn diese nur über Gravitation Gravitationseffekte mit sichtbarer Materie. Also die dunkle Materie entdecken Sie zum Beispiel dadurch, dass die Rotationsgeschwindigkeit von Galaxien mit der sichtbaren Materie nicht erklärbar ist. Die Galaxien würden auseinanderfliegen, wenn Sie die nur in normale sichtbare Materie nehmen würden. Da brauchen Sie die dunkle Materie dazu. Das ist das eine. Licht wird ja durch Gravitation durch Materie abgelenkt und auch die Lichtablenkung zum Beispiel wird nicht erklärt durch die normale Materie alleine, da braucht auch die dunkle Materie dazu. Da gibt es sehr schöne Bilder übrig. Die dunkle Energie kommt nicht durch die Gravitation, die dunkle Energie macht ja gerade das Gegenteil, die treibt ja alles auseinander. Und das sind die Messungen eben auch in der Astrophysik, in der Astrophysik, die eben sich durch zum Beispiel durch die Supernovae anschaut, wie sich aus der Rotverschiebung, wie sich die Biester auseinander bewegen. Und wenn man das alles zusammennimmt, merkt man, dass da was da sein muss, was das Universum auseinandertreibt. Und das ist das, was dunkle Energie genannt wird. Ob das eine Energie ist oder was immer das ist, das weiß ich nicht. Der Name ist ziemlich irreführend, aber er ist nun mal da. Und es ist irgendwas, was gegen die Gravitation wirkt. Und das Einstein auch schon eingeführt hat und was er als seine größte Eselei betrachtet hat, aber es ist nun mal keine Eselei, es ist nun mal da. Und
Es bedeutet, dass das Universum beschleunigt auseinanderdriftet. Das heißt, es fällt nicht wieder in sich zusammen, sondern geht beschleunigt auseinander. Das ist auch etwas, was interessant ist. Ja? Es entstand und bleibt für immer. Ja. Es fällt nicht wieder, es ist nicht pulsiert. Auch schon sehr spannend. So, jetzt aber da oben links im ersten Rang. Okay. Ja, also was ich mich noch gefragt hatte, ist, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, das Higgs-Teilchen, das entsteht, wenn das Higgs-Feld mit sich selbst wechselwirkt, also sich irgendwie zusammenklumpt oder sonst wie. Wie erklärt man sich dann eigentlich, wie das Higgs-Feld selbst entsteht? Weil, soweit ich das gelernt habe, werden ja Felder immer irgendwie von Materie erzeugt, elektrisches Feld von elektrischer Ladung, Gravitationsfeld von der Masse. Ja, was bringt eigentlich das Higgs-Feld hervor? Oder ist das einfach ohne... Das ist eine sehr gute Frage, insbesondere im 5 von 9. für mich ist dieses Feld da. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist da. Also auch das elektromagnetische Feld ist ja da. Nur hat man das dann immer zwischen, zwischen den Polen. Es ist kein Pol für das Higgs-Feld. Das ist ja auch das Besondere. Dieses ganze Higgs-Feld, das ist jetzt eine Ausrede. Das ganze Higgs-Feld, das Higgs-Boson, das ist ja auch etwas, was völlig neu ist. Ja? Es ist da, mehr kann ich nicht sagen. Es ist, ich bin überzeugt, es ist da. Ich kann mir damit auch nicht vorstellen. Also wir reden hier über eine fantastische Forschung, die macht unheimlich viel Spaß. Man kann sie mathematisch fassen, man kann diese Beispiele geben, die natürlich alle hinken, das ist auch klar. Aber die Vorstellung, in diesen Dimensionen zu denken und auch in 10 oder mindestens 20 Sekunden zu denken, das ist einfach, das übersteigt die Generaldirektoren. So, jetzt nehmen wir zum Abschluss noch eine Frage hier. Ich weiß, es gibt noch viele Wortmeldungen. Sie können gerne hinterher, wenn Sie Interesse haben, noch nach vorne kommen. Ist okay, können Sie. Mein Flieger geht erst morgen früh. Hallo, hallo? Meine Frage, forscht man mit dem Ziel, ein bestimmtes Teilchen zu entdecken? Also sucht man gezielt nach dem Higgs-Teilchen oder anderen Teilchen? Und wenn ja, woher kennt man die bestimmten Bedingungen, die man dafür braucht? Die Antwort ist ein klares Jein. Sie machen beides. Sie haben eine theoretische Vorhersage, die Sie abklopfen. Ja, und dann wissen Sie auch, wonach Sie suchen. Aber Sie müssen natürlich ganz offen sein, Sie müssen gucken. Sie wissen gar nicht, ob die Theorie stimmt. Ja, das heißt, Sie müssen ganz offen nach allem gucken, was in diesen Prozessen vorsteht. Das heißt, einerseits suchen Sie gezielt nach etwas, wo Sie die Eigenschaften einigermaßen vorhergesagt bekommen, aber gleichzeitig gucken Sie auch in alle anderen Prozesse, weicht irgendwas davon ab, was wir schon wissen. Nicht nur, was vorhergesagt wurde, sondern was wir schon wissen. Das heißt, man ist ganz offen, aber gleichzeitig auch sehr gezielt auf eine bestimmte Fragestellung hin und deswegen das klare Jein. Das war ein wunderbares Schlusswort. Bevor wir Herrn Heuer noch einmal danken, möchte ich zwei Dinge sagen. Zunächst mal, es hat uns vom MITP ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das auch in Zukunft, auch in diesem großen Haus ab und an tun. Wir sind auch den Intendanten und der ganzen Mannschaft hier dankbar, dass sie uns so wunderbar unterstützt haben. Des Weiteren möchte ich ankündigen, den nächsten Vortrag in dieser Reihe, der wird am 13. September dieses Jahres stattfinden, wieder im Kontext des Wissenschaftsmarktes. Das Thema ist ein etwas exotischeres, das nennt sich Quantenfische, die Suche nach der Weltformel. Der Vortragende wird Herr Lüst sein, ein Stringtheoretiker von der Universität München. Sie sind auch dazu herzlich eingeladen. Informationen werden Sie auf unserer Webseite rechtzeitig finden können. Und dann möchten wir uns alle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Herrn Heuer für diesen wunderbaren Vortrag, diesen wunderbaren Abend. Kommen Sie bald wieder nach Mainz. Sie sind jederzeit uns willkommen. Herzlichen Dank. Auch zum CERN. Sie können
Also mich werden Sie kaum sehen, aber es gibt viel zu sehen und gerade dieses Jahr ist noch sehr interessant, weil wir noch im Shutdown sind. Aber vieles ist schon ausgebucht, aber es lohnt sich. Ich gebe das Mikrofon an, es ist an. Wir hatten das doch vereinbart. Ich habe die Veranstaltung eröffnet, ich schließe sie auch und würde gerne noch was überreichen. Bevor ich das tue, wollte ich eins noch hinzufügen, das ist das mit den kleinen Längenskalen. Wir Männer haben den Frauen was voraus, weil also ich jedenfalls jeden Morgen ein Experiment mache zum Thema, was ist ein Nanometer, also ein Milliardstel Meter, ist ja auch schwer vorstellbar, aber das ist beim Rasieren, wenn ihr anfängt und auf der anderen Seite ankommt, dann ist es dort schon ein Nanometer gewachsen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Unsere Universität macht nicht nur exzellente Physik, sondern auch exzellente Musik. Und ich würde Ihnen als Andenken gerne das in die Hand drücken. Und das ist ein bisschen Koppel der Ventilation, die wir uns nicht vergessen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind.